behold His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Let's magnify the Lord so that He is seen more clearly. Psalm 34, verse 3. Let's exalt His name together by living pure and holy. Psalm 34, verse 3. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. And let us exalt His name together. Fangen wir mal an mit unserer Bibelstudie. Ja. Nummer 12 ist heute Abend dran. Wir haben ein paar Wochen ausgesetzt, weil der eine mal zu spät war und ich dann keine Lust mehr hatte und dann der andere was anderes zu tun hatte. Und heute wollten wir die 12. Bibelstudie anfangen und wir gehen in Genesis Kapitel 6. Erstmal eben begrüßen meine beiden Brüder, die mit mir hier versammelt sind. Der Bruder Michael, der im Augenblick sehr beschäftigt ist mit seinen kleinen Schnüffeln. So nenne ich jetzt mal seine Frettchen alle beide, auch wenn der eine nur Schnüff heißt. Aber kannst du uns ein bisschen was drüber erzählen, Michael, wie es dir und deinen beiden Nagetieren so geht? Ja, hallo Jörg, hallo liebe Zuhörer da draußen an den Computern und Smartphones und wo auch immer ihr uns gerade empfangt. Ich habe mir auch sagen lassen, dass es viele gibt, die solche Sachen beispielsweise unterwegs hören, im Zug oder während einer langweiligen Autofahrt oder im Stau. Oder wie du beim Joggen. Oder wie ich beim Joggen, ja, wie kann man auch seine Zeit besser verbringen, ne? Als irgendwo dann noch etwas Sinnvolles dann zu tun, wenn man schon irgendwo dann unpässlich ist. Ja, ich habe halt zwei Tiere, auf die ich aufpasse und diese Tiere kann man nur halt zu zweit halten, weil die nicht so menschenbezogen sind, sondern unter ihresgleichen gerne sind, sind also nicht so wie eine Katze oder wie ein Hund. Und deswegen gibt es halt nur immer die im Doppelpack oder noch besser im Trio. Als uns, ja, er ist halt im Augenblick nicht mehr der Jüngste und wir peppen ihm jetzt hier so ein bisschen auf. Und heute Abend ist er so munter, dass er sich jetzt gerade bei mir mit seinen Krallen so lautstark beschwert hat, warum jetzt ausgerechnet Papa nicht da ist. Und Papa hat einen guten Grund und der Grund heißt erstes Buch Mose, 6. Kapitel. Aber das versteht er noch nicht so ganz. Aber ich muss mit ihm mal darüber nochmal reden, glaube ich. Genau. Ja. Ja, und dann haben wir noch jemanden in der Runde hier, unseren Bruder Viktor von der Waterkant, Hamburg. Moin, moin, Bruder. Willkommen. Ja, moin, moin, ans andere Ende der Leitung. Und ja, das freut mich auch sehr heute, dass es dann mal wieder geklappt hat. Und ich bin auch an der Stelle sehr gespannt, was uns denn der Herr im kommenden Kapitel offenbaren wird. Ja, wenn wir dann anfangen wollen zu lesen, dann wäre es ja vielleicht für mich gar nicht mal so uninteressant, wenn ich meine Bibel zur Hand nehme. Die habe ich noch gar nicht hier vor mir liegen. So, jetzt aber. Ich hatte schon ein paar Dinge vorbereitet, wie ich vor ein paar Wochen auch schon gemacht hatte, weil ich ja wusste, dass wir über Genesis Kapitel 6 sprechen. Und das ist ein sehr interessantes Thema. Es ist vor allen Dingen ein Thema, das auf viele verschiedene Arten und Weisen interpretiert und auch verstanden wird. Das finde ich eigentlich das Wichtigste dabei. Wir sollten uns abgewöhnen, die Bibel persönlich zu interpretieren. In der Bibel steht ganz deutlich geschrieben, dass die Prophezeiungen nicht für persönliche Interpretation sind. Und auch Erklärungen der Bibel im Allgemeinen sind meines Verständnisses nach nicht unbedingt persönlich, sondern man sollte immer alles an der Bibel messen. Wenn wir in das Buch der Apostelgeschichte gehen, ich weiß jetzt nicht, in welchem Kapitel das genau steht, Kapitel 10 oder etwas drüber, Michael kann das vielleicht in der Zwischenzeit mal raussuchen, da steht etwas geschrieben über die Beröer. Die Beröer waren ein Volk, das tagtäglich sich in der Bibel gebildet hat und das alles in der Welt gemessen hat an der Bibel und gesehen hat, ob die Dinge auch so waren. So steht es in der King James, ja. To see if these things were so. Also zu sehen, ob die Dinge
die halt in der Welt zum Beispiel gesagt sind, ob die auch wirklich so sind, weil die Bibel ist der Maßstab für die Wahrheit. Und wenn etwas nicht an dem Maßstab der Bibel gemessen werden kann, dann ist es nicht die Wahrheit. Und mit persönlichen Interpretationen ist das halt so eine Sache. Der eine denkt, es ist so, der andere denkt, es ist wieder anders. Daraus entstehen dann manchmal Diskussionen. Auch wir diskutieren hier, weil die Absicht dieser Bibelstudie, die wir hier machen, ist ja nicht, um irgendwelchen Zuschauern, die das hier zuschauen, was zu lehren, sondern die Absicht ist vor allen Dingen, dass wir ein besseres und tieferes Verständnis vom Wort Gottes bekommen. Deswegen sind auch die Kommentare für diese Videos ausgeschaltet. Ich sage es nochmal, das ist Absicht, weil dies ist ein Lehrvideo, ein Lernvideo und kein Lehrvideo. Ja? Wir wollen alle etwas lernen und Michael, Viktor und ich, Jörg, sind hier nicht zusammengekommen, um euch etwas zu lehren, aber wir lernen und wir lassen euch an unserem Lernen gerne teilhaben. Und deswegen sind keine Kommentare und solche Sachen zugelassen bei diesen Videos, weil da ist das nicht nötig. Das ist nicht, was wir hier besprechen, ist nicht offen für Diskussion. Wir hoffen natürlich, dass wir im Heiligen Geist erhellt werden und in die Wahrheit geleitet werden durch das Studium seines Buches. Und dass er uns in alle Wahrheit führt, so wie es uns versprochen ist. Aber ich glaube, jeder, der sich selber Christ nennt, der weiß sehr gut, dass man manche Stellen in der Bibel zweimal lesen kann, dreimal, viermal, fünfmal, zehnmal, zwanzigmal und jedes Mal wieder ein anderes oder besseres Verständnis von derselben Stelle gewinnt. Weil man liest die Bibel niemals aus. Selbst wenn man sie 20-mal durchgelesen hat, beim 21. Mal sind da wieder Dinge, die einem anders, wo man andere Verbindungen auf einmal herstellen kann. Wo man auf einmal Dinge anders sieht, weil man zum Beispiel diese Stelle in der Bibel mit einer anderen Stelle in der Bibel vergleicht. Und das ist genau ein wichtiger Punkt, auf den wir heute kommen. Nicht, dass ich meinen Spruch hier jetzt vorbereitet hätte, aber Genesis Kapitel 6 ist so ein Kapitel, das unglaublich wichtig ist, im Zusammenhang mit anderen Bibelstellen sich anzuschauen. Es gibt Bibelstellen, die habe ich mir vorher rausgeschrieben, deswegen die habe ich vorbereitet. Lukas Kapitel 3, Vers 38, Hiob Kapitel 1, Vers 6, Matthäus Kapitel 22, Vers 30, da gehen wir alles gleich rein, wenn es dann die Zeit ist, in dieser Studie dahin zu gehen. Und da werden wir sehen, dass ein Abgleichen dieser Bibelstellen wichtig ist, um diese Bibelstelle in Genesis Kapitel 6, die wir jetzt lesen werden, überhaupt richtig zu verstehen, richtig einzuordnen. Und das ist auch nur eine Hilfe für uns, also für mich zumindest. Ich weiß nicht, ob es Michael und Viktor eine Hilfe ist, das werden wir dann sehen, wenn wir die Studie soweit machen. Ich weiß nicht, ob es für euch eine Hilfe ist, für mich ist es eine Hilfe. Aber ich sage euch jetzt schon, zur hundertprozentigen Erkenntnis, dass Genesis Kapitel 6 auf die oder die Art und Weise 100% so verstanden werden muss, zu der Erkenntnis bin ich noch nicht gekommen. Und deswegen vertraue ich darauf, dass durch die weiteren Studien in den hoffentlich kommenden Jahren der Heilige Geist mir hier und da eine Sichtweise auf die Dinge eröffnet, die zu einem besseren Verständnis leitet. Und damit wollen wir heute Abend mit unserer Bibelstudie hier schon mal anfangen. So, Michael, du hast deine Tröte nicht da, aber gerade eben ein Geräusch gemacht. Wolltest du vielleicht etwas sagen? Ja, das war jetzt so die angenehmere Variante von der, von der Hupe da, ne? Ja. Ja, die Hupe hat gerade Ladehemmung irgendwie. Ich wollte nur dazu sagen, zu den eben von dir angesprochenen Beröhren, das sollte Apostelgeschichte Kapitel 17 sein. 17, und, ja. Genau. Und die Juden in Beröa waren edler als die in Thessaloniken, denn sie nahmen das Wort auf, zeigten keine Eifersucht und stachelten keine Verfolgung gegen die Apostel an. Das ist auf so einer Seite, die ich jetzt gerade Bibelstudium mal gerade jetzt durchgelesen habe. Es ist letzten Endes so, dass du gerade dieses sechste Kapitel angesprochen hast. Es gibt deswegen auch so viele Kontroversen über dieses Kapitel 6, meiner Meinung nach. Nicht, dass ich mich da jetzt extrem auskenne in diesem Kapitel, weil ich hatte heute mal wieder keine Zeit, mich darauf vorzubereiten. Aber es ist gerade gnostisch gesehen ein Kapitel, was extrem verbogen wird, sagen wir es mal so. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz gut, wenn man da jetzt die Textstellen, die vielleicht die Leute da draußen, die es jetzt gerade hören, anders interpretieren, wenn wir die anhand der Bibel verifizieren können. Denn das ist so die beste Möglichkeit, die Wahrheit herauszufinden, wie wir den einen oder anderen Wortstamm da verstehen oder auch nicht. Denn die Irreführung da draußen ist schon der absolute Wahnsinn. Deswegen sind wir ganz gut beraten, dass wir da immer mehrere Textstellen haben, wo wir sagen können, ja, Komma, aber, kann nicht sein, weil. Und deswegen ist es ganz gut, hinzugehen und Querverweise zu haben in der Bibel. Ich habe da im Gegenteil überhaupt nichts gegen, sondern ich arbeite genauso.
Nee, es ist ja auch eben so, dass wenn die Bibel uns in alle Wahrheit leiten soll, dann kann das ja auch nur dadurch, dass verschiedene Schriftstellen auf einen und denselben Punkt hindeuten. Ich meine, das ganze Alte Testament deutet auf die eine oder andere Art und Weise auf Jesus hin. Ja? Es gibt viele Schriftstellen, die viele Leute erst gar nicht verstehen, dass sie darauf hindeuten. Deswegen gibt es zum Beispiel wie Jesaja 53 dieses ist es das Verbotene oder verbotene das Vergessene Kapitel. Oder das vergessene ja. Kapitel? Ja. Das vergessene also Kapitel. Ja, für die Juden verboten, eben weil das zu deutlich von Jesus Christus spricht. Deswegen gibt es auf Daniel Kapitel 9 den talmudischen Fluch, weil es zu deutlich für die Juden ist, um ihnen zu zeigen, wer ihr Messias ist, wann er kommt, was er tut, wenn er kommen wird und. Ja, das ist einfach zu gefährlich für die Menschen, die an den Schalthebeln der Macht sitzen. Zur Zeit Jesus Christus waren das die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und zur Zeit heute ist das die Hierarchie der römisch-katholischen Kirche und des Vatikan. Ja? Ja, das kannst du noch einfacher haben. Du kannst doch genauso gut sagen, es waren nach wie vor immer die Schriftgelehrten. Immer diejenigen, die letzten Endes die Schrift, die Deutungshoheit haben, sagen wir es mal so. Ich finde das einen sehr guten Begriff, die Deutungshoheit. Das haben wir ja im Politischen auch. Und wenn jemand sagt, so, das ist so und an dem und dem Tag, man kann ja jetzt sich vorstellen, welches Ereignis ich zum Beispiel meine, dann ist das und das passiert und aufgrund dessen ist dann dieses und jenes passiert und der Schuldige ist der und der. Und das kann man jetzt beliebig einfügen. Im Endeffekt ist es so, derjenige, der die Deutungshoheit hat, derjenige zu Deutsch, der die größte Klappe hat, dem wird geglaubt. Wenn die Lüge 1000-mal wiederholt wird, dann haben ganz viele Leute, die gehört und gesagt, ach so, ja stimmt, ich erinnere mich, so war das. Aber wenn nur einmal die Wahrheit ausgesprochen wird, dann kann die sich meistens nicht durchsetzen, weil die meisten eben nur eine Oberfläche schürfen. Und wenn dann eben nichts hervorscheint, dann widmet man sich halt anderen Dingen. Und ich denke, das ist der Unterschied zu den meisten Inhalten, die wir jetzt hier präsentieren oder auf deinem Kanal und auf unseren Kanälen präsentieren. Wir versuchen einfach die Wahrheit herauszufinden, auch wenn die eben nicht so ganz schmackhaft ist. Aber das ist der Unterschied. Damals wie heute, die Deutungshoheit liegt bei den Schriftgelehrten, zu Deutsch bei denen, die die Schriften verwalten. Da gibt es ja ein ganz bekanntes Archiv, woran ich gerade dran denke, das nicht öffentlich zugänglich ist. Eben genau das im Vatikan. Wer weiß, welche Dinge uns da noch so ins Gesicht fliegen würden, wenn wir da mal stöbern würden, könnten, dürften. Warum ist das eigentlich nicht öffentlich zugänglich? Das ist jetzt mal eine rhetorische Frage, ne? Ja. Was hat man denn da zu verheimlichen? Es ist dieselbe Frage mit, warum ist die Bibel nicht jedermann zugänglich gewesen im Mittelalter, in dem dunklen Zeitalter? Weil das ist ja etwas, das haben wir in Herrscher des Bösen gelernt, oder zumindest diejenigen, die sich die Serie mit anschauen. In Herrscher des Bösen steht es ja mit drin, dass bereits in früheren Königreichen, also Babylon, Medo-Persien, Griechenland, die Rom vorhergehenden Königreiche, dass es da genauso war, dass die Priesterschaft die Heiligen Schriften verwahrt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, verwahrt, von verwahren, behalten, aber nicht öffentlich machen, und dass die Laien, also die normalen Menschen, die normalen, sage ich jetzt mal, die man zwar gläubig gemacht hat oder was auch immer, die Schriften nicht in den Händen haben durften. Und genau dasselbe Prinzip hat dann die römisch-katholische Kirche auch zugepasst und gesagt, weil die römisch-katholische Kirche ist ja nichts anderes als das heidnische Rom, versteckt unter dem Mantel des Christentums. Rom ist aber so wenig christlich, wie der Papst Jesus Christus ist, ja, auch wenn er das behauptet. Also der Punkt ist, dass diese Schriftgelehrten oder die, wie hast du das gerade eben genannt, oder das ist ein schönes Wort, da komme ich jetzt gerade eben nicht drauf, diejenigen, die Deutungshoheit haben? Ja, die Deutungshoheit, die Deutungshoheit haben, die das also diese Schriften verwahren, ja, und vor allen Dingen anderen Leuten verwehren, diese Schriften sich anzuschauen, die Leute waren schon immer dieselben. Die waren in Babylon dieselben, die waren in Medo-Persien dieselben, die waren in Griechenland dieselben und die waren im heidnischen Rom dieselben. Und genau das hat Rom, das päpstliche Rom, übernommen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt konnten sie nicht mehr anders. Die Bibel war draußen und Gott lässt sie eben sein Wort nicht verschwinden. Und Gott hat immer dafür gesorgt, dass sein Wort immer irgendwo zur Verfügung stand. Und seitdem hat sich vor allen Dingen der Jesuitenorden die Maxime gesetzt, ja, wenn wir die Bibel schon nicht verbieten können, dann können wir sie zumindest verfälschen.
Weil wenn wir sie verfälschen, dann bringen wir die Leute auch nicht mehr zu Gott. Oder bringen sie zumindest zu unserem Gott. Lass es uns mal so sagen. Und deswegen hat Mitte des 19. Jahrhunderts die Verfälschung der Bibeln angefangen. Und ich glaube, ab 1870 die erste englische Bibel, die anders als die König James war, war die English Revised Version, ERV, denke ich. 1870 oder sowas ist die rausgekommen. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Dann kamen viele andere verfälschte Bibeln raus. Und in Deutschland hat man das ja auch, 1912, die Lutherbibel, die ist nicht basiert auf dem Textus Receptus, die ist nicht basiert auf dem masoretischen Text. Und das ganze 20. Jahrhundert durch bis heute, ins 21. Jahrhundert, erscheinen ständig irgendwelche Bibeln, die dann auch noch ein Urheberrecht dabei haben, weil die wahre Bibel, die King James zum Beispiel, die König James Bibel hat kein Copyright. Ja? Aber die neueren Bibeln haben Urheberrechtsvermeldungen, weil eben immer da Worte drin verändert werden und weil darauf Worte verändert werden, kann derjenige, der die Worte verändert, sagen, deswegen ist das mein Urheberrecht. Und deswegen sind Bibeln wie die NIV, also in Deutschland zum Beispiel die Elberfelder oder die revidierte Elberfelder oder die, was weiß ich, wie heißen diese ganzen Bibeln, kann man ja mal eben schauen. Es gibt ja hier eine ganze Liste von deutschen Bibeln, kann man sich ja mal angucken hier. Elberfelder, Hoffnung für alle, Züricher Bibel, neue Genfer Übersetzung, gute Nachricht, Bibel, Einheitsübersetzung, neues Leben, neue evangelische Übersetzung, Menge Bibel und dann kommen wir hier in andere Sprachen mit rein. All diese verschiedenen Bibeln, die haben halt einen Urheberrechtsschutz, eben aus dem einfachen, simplen Grunde, weil da Worte drin verändert werden und die Leute, die die Worte darin verändern, nehmen sich dann ein Urheberrecht darauf. Und diese Bibeln kann man eben nicht so einfach zitieren. Die König James hat kein Urheberrecht, weil sie eben sich auf dem Textus Receptus basiert. Und im Endeffekt sollte auch die Schlachter 2000 keine Urheberrechtsvermeldung haben dürfen, sage ich jetzt mal so. Jetzt gehe ich doch mal eben schauen, ob meine gedruckte das hat. Da steht Copyright mit bei. Ne? Ja. Die lassen sich das also schon schützen. Aber können sie eigentlich nicht, weil der Text ja im Grunde ursprünglich von Gott kommt. Ne? Aber meine hier hat die C Copyright 2003 Genfer Bibelgesellschaft. Tja, gut, ist mir auch ziemlich wurscht, ob das jetzt Copyright hat oder nicht. Ich verbreite sie trotzdem und auch in unserer Studie hier gebrauchen wir hauptsächlich die Schlachter 2000, aber immer in Anlehnung an die englische König James Bibel. Das will ich dann nochmal eben deutlich mit beisagen, weil wir eben auch festgestellt haben, bereits in den Studien hier vor, gehend und auch sonst, wenn wir andere Dinge lesen und Bibelzitate uns anschauen, dass wir oftmals gemerkt haben, dass die Schlachterbibel hier und da eine Übersetzung nimmt, die für selbst für uns, die wir alle drei Deutsch als Muttersprache haben, merken, dass die deutsche Sprache da schwammiger ist und die deutsche Bibel schwammiger in der Ausdrucksweise, als wenn man die englische nimmt und das aus dem Englischen direkt ins Deutsche übersetzt. Das stimmt doch, ne, Michael? Ja. Aber ich muss jetzt auch mal einen gendergerechten Kommentar eben geben. Ich habe sogar Deutsch als Vatersprache. Ja, weil ich finde Muttersprache jetzt wieder so seltsam. Also da geht ja keiner auf die Barrikaden, weil es jetzt so einseitig ist. Also eigentlich habe ich dann Deutsch als Elternsprache. Ja gut, dann hast du auch ein Mutterland und nicht nur ein Vaterland. Also, ja genau. Ist alles verrückt, oder? Ja, also an so einem Quatsch mache ich überhaupt nicht mehr mit. Also das ist für mich völlig außerhalb der Diskussion. Das ist reine Zeitverschwendung, mich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Aber dass es verschiedene Geschlechter gibt und dass geheiratet wird oder nicht, ist auch ein Thema in Genesis 6. Da sieht es eigentlich zuerst nicht nach aus, aber wenn wir da mit der Studie anfangen, dann werdet ihr das sehen. Und ich würde sagen, wenn ihr beiden jetzt, also wenn ihr beiden jetzt nicht noch irgendwelche Kommentare habt, dann würde ich anfangen, nein, dann fange ich an mit der Lesung Genesis Kapitel 6. Victor, hast du noch etwas, was du gerne mit unseren Zuhörern, Zuschauern teilen möchtest, bevor wir loslegen hier? Nein, ich stimme dir zu, dann wir fangen jetzt an. Schön. Die Bosheit der Menschen und Gottes Gericht ist die Überschrift für Genesis, also erstes Buch Mose, Kapitel 6. Und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren würden, da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren, und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Und da fängt natürlich schon der erste Punkt an, wo man sagt, von ja, aber da müssen wir jetzt doch mal eben drüber sprechen.
Es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren, und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. In meiner Schlachter ist hier eine Randbemerkung, die sagt, Gottes Söhne, eine Bezeichnung für Engelswesen. Also mit anderen Worten sagt die Schlachter hier, dass die Gottessöhne Engel sind oder Engelwesen sind. Und eine andere Erklärung, die ich sehr oft gehört habe früher, war, die Söhne Gottes sind diejenigen, die aus der rechtschaffenen Linie der Set kommen. Wir hatten ja in früheren Studien gelernt, dass die ersten Kinder von Adam und Eva, Kain und Abel, dass Kain den Abel erschlagen hat und dass dann Eva einen weiteren Sohn geboren hat, als Adam 130 Jahre alt war, den Seth, und dass damit die rechtschaffene Linie fortgesetzt wurde, von der Gott in Kapitel 13, Vers 15 gesagt hat, ich werde Feindschaft sehen zwischen deinem Samen und ihrem Samen, und ich werde und er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Genesis 3, Vers 15 ist das genau genommen. Und es gibt eben viele Leute, die sagen, dass hier in Genesis Kapitel 6 die Töchter, die Söhne, die Gottessöhne, das sind die aus dieser rechten Linie. Nun, es ist unglaublich interessant, und das werden wir auch noch sehen, weil Kapitel 6, denke ich nicht, dass wir das alle schon in einer Sendung heute schaffen, und dabei ist es gar nicht mal so lang, es hat nur 22 Verse, aber Kapitel 6 ist sowas von kompliziert, und sicher, wenn wir dann noch die englische Bibel damit beinehmen, also die König James zum Beispiel, und das mache ich dann mal eben, indem ich hier Esort eben mal öffne, und dann machen wir Esort auf, und dann wollen wir uns gleich mal anschauen, was Esort denn dazu zu sagen hat. Wenn es dann mal aufgeht. So, und dann gehen wir hier in Genesis Kapitel 6. Und da steht, and it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, that the sons of God saw the daughters of men, that they were fair, and they took them wives of all which they choose. Ja? Sons of God. Ja. Die Söhne Gottes, das ist hier erklärt, das ist das Wort Ben oder Bane, und sagt, ein Sohn als der Erbauer eines Familiennamens im weitesten Sinne, wörtlich oder figürlich in der Beziehung, einschließend den Enkel und so weiter und so weiter, Afflicted Edge, Ahorn, Mammon, bla 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 bla, alles, also ihr seht das ja selber, was hier alles mit beisteht. Das Wort kommt 4925 Mal in der König James alleine vor. Das sind die Söhne Gottes. Gott ist hier der Elohim, ja, so ist er hier benannt. Saw, und da geht es halt um das Sehen, Erkennen, in diesem Sinn eben auch Erfahren, Erleben. Ja. Das sind alles Worte, die hier für gebraucht werden. Also, die Schlachterbibel sagt hier in einer Fußnote, dass das Engelwesen sind. Nun ist natürlich die Frage, wie können wir biblisch bestätigen, dass die Schlachter hier recht hat? Worauf beruft sich die Schlachter hier? Sagen die einfach nur, das ist einfach so, wir finden das einfach so? Oder haben sie Bibelstellen, wo sie sagen von, nee, schaut, hier steht es, die Söhne Gottes sind Engel. Die erste Stelle, die ich dafür anholen möchte, um das zu vergleichen, ist eine Stelle in Lukas, und zwar Kapitel 3, Vers 38. Da geht es um das Geschlechtsregister Jesu Christi. Wir könnten uns jetzt die Zeit nehmen, das ganze Geschlechtsregister zu lesen, aber ich werde es abkürzen. Vers 23 sagt, und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann, und wir sprechen hier davon, als er begann was? Als er sein Ministerium begann. Ja? Nach seiner Taufe, ja, wir haben ja hier über, seht ihr ja, die Taufe Jesu Christi. Und wir wissen aus dem alten levitischen Gesetz, aus dem mosaischen Gesetz, dass man ein Priester werden konnte ab dem Alter von 30 Jahren. Ja? Also, als Jesus ungefähr 30 Jahre war, begann er mit seinem Ministerium. Das heißt, da begann er die letzte Woche
aus der 70-Jahr-Prophezeiung von Daniel Kapitel 9, Verse 4 bis 27. Er war, wie man meinte, ein Sohn Josefs, des Enosch, des Set, den ich gerade schon erwähnt hatte, des Adam, Gottes. Man muss das so lesen, weil man eben das ein Sohn, er war, wie man meinte, ein Sohn, dabei nehmen muss. Die König James ist hier nochmal etwas schlauer, sage ich mal. Die König James Bibel, die fügt immer Worte hinzu an diese Bibel. Das sagt ihr von, ja, aber wenn die da Worte zufügt, dann ist das ja nicht mehr das Wort Gottes. Das ist ja nicht, man darf ja keine Wörter wegnehmen oder zufügen. Nein, die König James sagt, schaut, manche Dinge sind im Originaltext so schwierig beschrieben, dass es für die Leute des Intellekts später oder heute, zu der Zeit, wo wir die Bibel schreiben, einfacher ist, wenn wir da ein paar Worte zufügen. Aber wenn wir Worte an das Wort Gottes zufügen, dann machen wir das kennbar. Und wir setzen diese Worte in kursive Schrift. Und genau das ist hier in Vers 38 passiert. Which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God. Die König James fügt hier also jedes Mal, seht ihr, des Enosch, des Seth, des Adam Gottes, jedes Mal des Sohnes, der Sohnes des Enosch, der Sohn des Seth, der Sohn des Adam, der Sohn Gottes hinzu. Die König James ist aber so ehrlich, um diese Worte, wie ihr seht, kursiv zu schreiben. Das heißt, sie sagen ganz deutlich, der Sohn ist nicht im Originaltext enthalten, aber zum besseren Verständnis, und das geht übrigens so, wie ihr seht, hier das ganze Kapitel durch, sieht man hier überall, zum besseren Verständnis sagen wir das nochmal, weil in der deutschen Bibel ist es ja nur am ersten Vers gebracht. Ne? Da steht es, nicht im ersten Vers. Wo fängt das denn an hier mit dem Geschlechtsregister? Vers 23. And Jesus himself began to be about 30 years of age, being, as was supposed, the son of Joseph, which was the son of Heli. Hier also jedes Mal der Sohn von Joseph, der Sohn von Heli war. So fängt es im Englischen an. Und im Deutschen ist es halt ein Sohn Josefs, des Eli, des Matat. Also das Sohn, das lassen sie hier jedes Mal weg. Mit anderen Worten, es ist deutlich, dass wir immer über der Sohn von sprechen. Das heißt, am Ende gehen wir diese ganze Linie runter und sehen wir hier, Adam war ein Sohn Gottes. Jesus stammt in direkter Linie, die wir hier nachlesen können, von Adam ab und ist daher auch ein Sohn Gottes. Aber Jesus ist kein Engel, ne? Das würden sie natürlich ganz gerne so lehren in den, die Zeugen Jehovas, ne? Die lehren ja, dass Jesus Christus ein Engel ist, ne? Die Sieben-Tags-Adventisten lehren auch, dass der Erzengel Michael Jesus Christus ist. Also wenn überhaupt, dann ist der Erzengel Michael ein Sinnbild für Jesus Christus. Aber meines Erachtens ist der Erzengel Michael, genau wie der anderen Erzengel Gabriel, und dann gibt es, glaube ich, noch einen dritten. Raphael, danke. Danke, Michael. auf den seinen Namen wäre ich jetzt nicht gekommen. Das sind halt solch genannte Hauptengel oder halt Engel mit besonderen Aufgaben. Ich glaube, dass es den Erzengel Michael gibt. Ich glaube, dass er einer der Hauptengel ist im Himmel. Ich glaube aber nicht, dass der Erzengel Michael in irgendeiner Weise Jesus Christus ist, weil Jesus Christus lässt sich nicht auf einen Engel reduzieren. Entschuldigung, dass ich das so ausholen muss, aber obwohl in der Offenbarung in einigen Stellen von einem Engel gesprochen wird, der natürlich nichts anderes ist als Jesus Christus. Da wird aber Jesus Christus nicht verengelt, sondern nur in der Offenbarung selber, ich glaube Offenbarung 10 zum Beispiel kommt das vor, wird halt er als Engel dargestellt, weil das einfach in der Version, die Johannes hatte, am einfachsten war, das auf die Art und Weise zu erklären. Aber deswegen ist Jesus kein Engel, weil Jesus ist kein geschaffenes Wesen. Jesus ist aus derselben Substanz wie der Vater und genauso lange wie der Vater da. Denn am Anfang war das Wort und das Wort war mit Gott und das Wort war Gott. Ja? Ich hätte dazu der Geschichte noch ein paar,
paar Verse eigentlich, 5. Mose 34 und so weiter. Es gibt da einen Disput, den habe ich jetzt nicht so schnell griffbereit. Ich habe mir jetzt nur eine Seite hier rausgesucht, von der ich nicht weiß, welche Bibel da als Fundament liegt. Aber da gibt es eine Geschichte, dass der Erzengel Michael mit dem mit Satan streitet und dem Leichnam Mose. Ja. Und der Erzengel wagte aber nicht, ein lästernes Gerichtsurteil über den Teufel zu fällen, sondern sprach: Der Herr tadle dich. Gut, da wir wissen, dass Jesus Christus der Herr ist, ist Erzengel Michael eben nicht Jesus Christus, in meinem Verständnis. Gut, bin ich mit einverstanden. Das ist für mich eigentlich so, danach habe ich eigentlich nicht mehr weiter recherchiert. Also für mich ist die Geschichte eigentlich klar, dass Jesus Christus die Autorität hat, weil er ja auch in der Offenbarung selber derjenige ist, der Satan da richtet. Und nicht der Erzengel Michael, der zwar mit dem Teufel kämpft, aber quasi dann, ja, wie soll ich mal sagen, halt nicht in der Hierarchie eben nicht über dem Teufel steht, ja. Und demzufolge muss es da ja jemanden geben, der recht sprechen kann, und zwar derjenige, der alles erschaffen hat, und zwar dann halt Jesus Christus. Und demzufolge ist er derjenige, der dann richtet und tadelt. Und deswegen sollen wir ja auch nicht richten. Und deswegen sagt der Erzengel dann auch, ja, der Herr tadelt dich, weil er ist derjenige, der das Gericht spricht, ne? Genau, ja. Er ist ja derjenige. Ja, er ist derjenige zum letzten Gericht, ne? Ja. Genau. Deswegen ist für mich diese Geschichte mit dem Leichnam Mose eigentlich eine Sache, die kann man dann direkt umwandeln, wenn man jetzt mit den Zeugen Jehovas darüber diskutiert und sagt: Moment mal, stopp, geht mal zurück und schaut mal da rein. Denn Altes Testament ist ja nun mal halt nicht jetzt nur für uns relevant, sondern ja auch für alle anderen Gruppierungen, inklusive den Juden. Und da steht es nun mal halt so drin. Deswegen habe ich immer gesagt, stopp, es gibt eine Hierarchie, und die Hierarchie fängt eben ganz oben an und geht immer weiter. Und in der Hierarchie bekleiden Erzengel eben nicht die höchste Position, um Satan richten oder verurteilen zu können, sondern die sind aus meines Verständnisses nach ausführendes Organ. Ja, soweit von mir mal. Gut. Victor, hast du da auch eine Bemerkung zu? Also jetzt zu dem Letztgesagten, da war ich jetzt irgendwie ein bisschen noch etwas überfordert, muss ich ehrlich sagen, mit den Erzengeln und so weiter. Aber ich habe das doch ganz gut ausgeführt, denke ich so in der Kürze. Wäre vielleicht nochmal ein Punkt, wo man sich an anderer Stelle nochmal da das vielleicht vertieft. Wo sich das eventuell mal anbietet auch. An sich waren wir zuletzt jetzt an dem Punkt, du sagtest ja den Punkt, was du ausgeholt hattest, Jörg, das mit den Gottessöhnen, ne? Mhm. Das war jetzt ja zuletzt der Punkt, auf den du ja Bezug genommen hattest. Und es ist ja auch später, wenn wir lesen in den folgenden Büchern, dass Gott ja auch häufig spricht von seinen Kindern, ne? Dass seine Kinder, die Kinder Israels. Mhm. Also dass er die, so wie du das ja auch eben ausgeführt hattest, letztendlich der Adam ja auch dann der Sohn von Gott ist. Richtig. Der Sohn Gottes, ja. Genau. Ja, wie gesagt, das ist nur zum Anfang. Was Victor hier gerade jetzt gesagt hat, mit einer späteren Studie das vielleicht mal zu machen, das kann man machen. Vielleicht mal eine Engelstudie machen oder sowas, aber das geht dann schon sehr ins Eingemachte. Und wir wollen uns doch erstmal nur mit beschäftigen, die Bibel so gut wie möglich zu verstehen. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt Genesis Kapitel 6 nehme und ich lese die ersten zwei Verse und es geht über die Söhne Gottes und dann steht in der Schlachter drin, das ist eine Bezeichnung für Engelwesen, dann kann ich sagen, ich fand, ja, aber warte mal, in Lukas 3, 38 steht drin, dass dies alles hier Söhne Gottes sind. Ja? Also dann sprechen wir über Menschen und dann kommen wir nämlich genau zu der Erklärung, die viele andere Leute geben und die vor allen Dingen in der Sieben-Tags-Adventistenkirche gegeben wird. Und das weiß ich deswegen, weil ich viele Sieben-Tags-Adventistische Lehren in meiner Christwerdung, in meinem Reifungsprozess die letzten Jahre mir angeschaut habe. Weil irgendwo muss man seine Lehren ja herkriegen. Man studiert nicht alles selber, sondern man schaut sich auch mal Videos an von Leuten wie Walter Veit.
und solchen Leuten. Inzwischen bin ich schlauer und tue ich das nicht mehr, aber damals habe ich das getan. Und Walter Veit vertritt die Meinung, unter anderem er, andere auch, er vertritt die Meinung, dass mit diesen Söhnen Gottes die rechtschaffene Linie, die ich vorher schon kurz angeholt hatte, aus Genesis 3, Vers 15 gemeint ist, und dass diese rechtschaffene Linie sich mit den Unrechtschaffenen, also den Ungerechten der Linie des Kains miteinander vermischt, und denen werden dann Kinder geboren und so weiter, da kommen wir zu in Vers 4, da kommen wir gleich noch drüber, gleich noch hin. Nur erstmal über die Söhne Gottes, weil ich bin ja noch nicht fertig. Ich habe ja was vorbereitet, das wäre ja schlimm, wenn ich mit einem Vers Lukas 3, 38 hier fertig wäre. Nein, nein. Es gibt noch ein anderes interessantes Kapitel, nämlich Hiob, Kapitel 1. Und da steht es in Vers 6, es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten und unter ihnen kam auch der Satan. Jetzt brauche ich noch gar nicht mal in die Schlachterbibel reinzuschauen, um zu verstehen, dass hier mit den Söhnen Gottes eindeutig Engelwesen gemeint sein müssen, ja? Weil unter ihnen kam auch der Satan und wir wissen, dass der Satan der gefallene Engel Luzifer ist. Also ist das eine Engelversammlung, die hier bei Gott kommt, in Vers 6 des ersten Kapitels des Buchs Hiob. Ja? Hier also ganz deutlich sehen wir, dass die Söhne Gottes, die hier gemeint sind, eindeutig Engelwesen sind. Und dann, und jetzt gehen wir erstmal mit der Studie in Genesis 6 weiter, weil es wird ab Vers 4 interessant und dann kommen wir auf diese Sachen nochmal zurück. Aber wir sehen, dass wir jetzt schon mal zwei Erklärungen hatten. Die Sieben-Tags-Adventisten, die ich sehr viel am Anfang gehört habe, auf dem Weg zum Folger Jesus Christus zu werden, lehren hauptsächlich, dass das halt Menschen aus der rechtschaffenen Linie sind, aus der Linie von Z. Und die Bibel lehrt hier jetzt schon im Grunde einmal in Lukas 3, 38, da Jesus der Sohn Gottes ist, dass er hier auf dieser Erde im Fleisch aus dieser Linie abstammt, die wir hier verfolgen können, und von daher ein Sohn Gottes ist, und da reden wir über die Söhne Gottes im Fleisch. Und hier bei Hiob reden wir über die Söhne Gottes im Geist, also Engelwesen und Menschen auf der anderen Seite. Und wie gesagt, es wird noch sehr interessant, aber lasst uns erstmal sehen, ob da noch andere Fragen sind zu den Versen, die ich gerade eben vorgelesen habe. Vers 1 und 2. Und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren und sie nahmen sich von allen jenen zu Frauen, die ihnen gefielen. Habt ihr beiden da jetzt noch irgendwelche anderen Bemerkungen oder Fragen zu, die ich bis jetzt noch nicht erörtert habe? Im Moment nicht, das kommt dann gleich später. Ja, gut, okay, ja, dann kann ich ja weiterlesen. Ich wollte ja nur nicht weiterlesen, falls auch noch Fragen sind, deswegen. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch, so sollen seine Tage 120 Jahre betragen. Nun gibt es auch hier wieder zwei verschiedene Arten und Weisen, das interpretieren zu können. Ich persönlich habe es damals aus meinem Grundverständnis gehabt, bevor irgendjemand, Sieben-Tags-Adventisten oder wer auch immer, mir das gelehrt hat, wie das zu verstehen ist, ich habe aus dem Grundverständnis gedacht, in diesem Augenblick sagt Gott, in 120 Jahren mache ich die Menschen kaputt, lasse ich die Flut kommen. Das war für mich ganz deutlich. Andere Leute sagten von, das Leben der Menschen wurde hier begrenzt auf 120 Jahre. Warum? Weil später im Alten Testament an einer Stelle es deutlich steht, dass dem Mensch 70 Jahre gegeben worden sind, nämlich 3 score and 10 years, also 60 und 10 Jahre. Nur wir wissen ja auch, dass viele Menschen auf dieser Erde rumlaufen, die älter sind als 70. Aber ich habe noch keinen gesehen, der älter ist als 120. Deswegen meinen viele Leute, hier ist mit den 120 gemeint, das ist das Längste, was man als Alter erreichen kann. Da muss ich aber dazu sagen, Noah wurde älter als 120. Was ein Glück, weil als die Flut kam, war er 500 Jahre.
Das wäre ja sonst so gar nicht passiert. Und danach waren die Leute auch noch älter als 120 Jahre, aber die Möglichkeit, sehr alt zu werden, hat nach der Flut rapide abgenommen. Ganz rapide. Das sehen wir dann später in der Genealogie danach auch noch. Also ich verstehe hier mit den 120 Jahren, dass wir hier davon ausgehen, dass in 120 Jahren die Flut kommt. Nun lese ich im Augenblick sonntagsabends zwei Bücher. Das eine ist Babylon Mysterienreligion, das andere ist Das Doppelgesicht des Papsttums von James Edgen Wiley. Und in diesem Buch von James Edgen Wiley auf Seite 75 sagt der Autor, Zitat, 120 Jahre. So lange dauerten die Bilderstreitigkeiten. Also hier geht es während der Bildung des Papsttums um die Streitigkeiten, ob man eben sich Abbildung machen soll oder eben nicht. Hatte Gott den Menschenkindern der okzidentalischen Kirche Zeit gegeben, gerade so viel Zeit wie einst den Voreltern vor den Tagen der noahischen Flut während des Baus der Arche. Also hier sagt der Autor ganz deutlich, die 120 Jahre, die wir hier gerade gelesen haben in Vers 3, sind genau die 120 Jahre, wo Gott sagt, ich gucke mir dieses Theater hier noch 120 Jahre mit an und dann ersäufe ich euch alle. Um es jetzt mal grob zu sagen. Ja? Und genau das sagt der Autor ja auch. Also James Edgen Wiley auf Seite 73 in seinem Buch hier bestätigt mein früheres Verständnis von diesen 120 Jahren. So, und wie ist euer Verständnis davon? Ja, Victor zuerst. Ich will nicht immer zuerst anfangen. Ja gut, dann fange ich mal an. Ja, es im ersten Moment jetzt würde ich sagen, ja, sowohl als auch, ne? Aber an sich hast du recht. Ich denke, irgendwo würde Gott schon so fair sein und zumindest die Rechtschaffenlinie irgendwie darauf aufmerksam machen. Also, ja, fangt schon mal an, euch so, sage ich mal, schon mal auch irgendwo mental darauf vorzubereiten, dass ein Ereignis stattfinden wird, das ja jetzt nicht dem, also kein normaler Alltag Happening sozusagen, Ereignis, sondern ja, da wird was Außergewöhnliches passieren. Also ohne jetzt was vorwegzunehmen und ohne dir jetzt ins Wort fallen zu wollen, Victor, aber Noah hat den Auftrag gekriegt, die Arche zu bauen und er hat gleichzeitig die Zeit genutzt, um allen, nicht nur den Rechtschaffenden, sondern allen zu lehren, dass sie Buße tun sollen und dass sie zu Gott kehren sollen, weil sonst ein Gericht kommt. Ja, also das ist ja passiert, ne? Das sehen wir auch noch. Noah hat zu den Menschen gelehrt, während er die Arche gebaut hat. Er hat sie nicht alleine gelassen. Ne? Die wurden nicht überrascht. Das wollte ich jetzt auch nicht ausdrücken. Achso, ist das so rübergekommen? Entschuldige. Ja, nee, das ist so rübergekommen anscheinend. Nee, das war jetzt nicht so. Das sollte ich jetzt nicht ausdrücken. Nein. Das war jetzt mehr gedacht, darauf gemünzt, was du auch eben eingeholt hast, bevor du aus dem Buch von dem James Edgen Wiley zitiert hattest. Achso, also das Alter von 120 Jahren für den Menschen, meinst du? Ja, ja, also sowohl, also eben, sowohl als auch, ne? Also das war jetzt auch so mein erster Gedanke, wo ich jetzt, wo du das vorgetragen hattest. Im ersten Augenblick, klar, man weiß, dass die Menschen ab der Flut nicht mehr so lange gelebt haben wie davor. Aber du sagtest ja auch eben, dass sich Gott dieses Theater eben nicht ewig anschauen wird. Ja, so habe ich immer diesen Satz verstanden hier in Vers 3. Mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch. So sollen seine Tage 120 Jahre betragen. Im Grunde ist das ja auch, wo er das sagt, denn er ist ja Fleisch, ist das im Grunde ja auch ein Vorwurf, ne? Jo, sehe ich genauso, ja. Weil der Mensch nur fleischlich ist und nicht geistig, ne? Weil der Mensch sich nur mit materiellen und fleischlichen Dingen beschäftigt und anscheinend nicht mit geistigen Dingen. Ja, deswegen steht ja meinetwegen auch in dem, jetzt habe ich es gerade in der Englischen hier, Moment, steht ja auch in Genesis 6.2 schon drin und saw the daughters of men that they were fair. Na, ist ja jetzt im Endeffekt, ist es zumindest im Deutschen ja so übersetzt, im Englischen steht ja beautiful, bountiful, cheerful und so weiter, at ease, favor, fine und so weiter. Aber wenn jetzt im Deutschen übersetzt wird, schön, ist es ja letzten Endes dann doch wieder ein körperliches und damit materielles Attribut. Ne?
Und ich sehe jetzt zu dieser Ausführung sehe ich noch ein paar andere Merkmale. Wenn Gott ordiniert und sagt, der Mensch ist ja nur Fleisch, dann bezieht es sich nur tatsächlich auf die fleischliche Lust oder diese fleischliche Ausschweifung und dieses oberflächliche, eben unspirituelle oder ungeistliche, was er da ankreidet. Und man denke, man darf ja auch jetzt mal in die Richtung gehen, dass man sagt, Moment mal, die 10 Gebote wurden den Menschen, dem Volk Israel zum Beispiel, ja erst im 2. Buch Mose gegeben. Welche Gebote waren denn damals nun mal halt tatsächlich ordiniert? Oder hat sich das immer von Generation zu Generation so weit verschlechtert, dass der Gott dann halt irgendwo gesagt hat, nee, das ist nicht mehr die Kreation, das ist nicht mehr dieses geistige Wesen, was eigentlich ich mal im Paradies erschaffen hat, sondern das ist durch den Sündenfall mittlerweile so weit, ich sag mal einfach salopp gesagt, degeneriert. Oder verderbt. Genau, ja, dass ich es gar nicht mehr als meine Söhne oder als meine Linie empfinde. Und deswegen suche ich mir die paar Gerechten raus, was ja nicht nur bei der Arche passiert ist, sondern ja auch beispielsweise in Sodom und Gomorra passiert ist. Das heißt, dieser Abfall ging ja da in Sodom und Gomorra beispielsweise ja auch über die Fleischeslust und über die Schönheit, die Oberflächlichkeit, das, was das Auge halt sieht. Und zu den 120 Jahren, da habe ich noch eine andere Meinung zu. Für mich ist diese 120 ein Ausdruck davon, dass es göttlich ordiniert ist, weil die 12 da drin ist. Denn irgendwoher hat Jesus Christus beispielsweise ja auch den Auftrag gehabt, 12 Apostel um sich zu scheren. Und deswegen ist die 120 für mich so eine interessante Zahl. Das habe ich jetzt nicht verifiziert, aber ich habe vom Gefühl her erstmal jetzt im Augenblick für mich eine Sache, wo ich sage, das hat Gott extra so gemacht, um damit festzusetzen, guck mal hier, das bestimme ich über euch. Aus demselben Grunde hat er die Israeliten später 40 Jahre in der Wüste umherirren lassen. Wegen der natürlich. 4 oder die 40, das eine Zeit der Reinigung ist. Ne? Oder Jesus in der Wüste verführt. 40 Tage in der Wüste umherirren lassen. Ja, genau dasselbe. Die Zahlen haben immer eine bestimmte Bedeutung. Menschen mischen oftmals Kabbala, also das ist Kabbala heißt ja im Grunde nichts anderes als Zahlen- und Symbolenlehre. Und Menschen geben dem immer eine negative Konnotation. Das muss aber nicht negativ sein. Auch die Bibel kann auf eine zahlenmäßige und eine symbolische Art und Weise verstanden werden. Auch die Bibel kann auf eine kabbalistische, um es dann mal so zu sagen, Art und Weise verstanden werden. Aber das ist überhaupt nicht negativ. Gerade eben, wenn man eben solche Verständnisdinge da jetzt rauszieht, wie du jetzt gerade erwähnt hast, Michael, ja, die 120 geht zurück auf die 12 Apostel und wie ich dann sagte, wir haben die 40 Jahre durch die Wüste, wir haben die 40 Tage der Verführung Jesu Christi. Es gibt auch die 4, die an verschiedenen Stellen wiederkommt. Man denke zum Beispiel nur mal an Daniel, Schadrach, Meshach und Abednego in Babylon. 4 Leute. Ja? Warum ausgerechnet 4? Ich meine, die Zahl 4 ist da nicht mal ausdrücklich gesagt, aber warum gibt es 4 Königreiche ab der Zahl von Daniel? Ne? Also Zahlen spielen eine wichtige Rolle in der Bibel und nicht alles, ist, was mit Zahlen behaftet ist, ist negativ, weil die meisten Menschen hören das Wort Kabbala und haben gleich eine negative Konnotation damit. Und das ist nicht richtig. Man muss auch hier immer abwägen und man sollte niemals das Baby mit dem Badewasser ausgießen. Na? Sondern immer sehen, was mache ich jetzt gerade? Ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass man sich jetzt in Zahlenkunde so doll vertiefen soll, aber wenn Gott einem das deutlich vor Augen hält, diese Zahl bedeutet etwas, dann sollte man sich auch dazu begeben, diese Zahl zu studieren und das Verständnis, das Gott einem damit eingeben möchte, sich einzunehmen, ja? Dass man das also versteht. Ja. Ne? Du hast es ja beispielsweise auch in der Offenbarung des Johannes, da hast du die 144.000, was eben 12 mal 12.000 ist, ne? Also 12 Stämme und so weiter. Also du hast es ja immer und überall eigentlich. Du hast vollkommen recht, wenn du sagst, Sachen kann man so oder so deuten. Es gibt ja auch die 40 beispielsweise im negativen Sinne, wenn wir da an Babylon denken. Und die zum Beispiel die 40 Tage des Fastens in der römisch-katholischen Kirche.
40 Days of Lent, ich weiß jetzt gar nicht, wie man das im Deutschen sagt, das kommt ja von den 40 Tagen, die Semiramis den Leuten verordnet hat, weil Tammuz im 40. Lebensjahr gestorben war und so weiter und so weiter. Ja, Entschuldigung, ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen, aber ja, stimmt. Nee, genau, das ist die Sache dazu. Aber ich denke, wir sollten vielleicht ein bisschen weiterlesen aus dem Grunde, weil sich dann gleich erhält, warum die 120 Tage, warum Gott gezürnt hat. Ich habe nämlich gerade ein bisschen weitergelesen. Ich denke, das wird sich auch gleich vom Verständnis noch klären. Eher zu meinem Vorschlag. Gut, dann mache ich das mal. Dann nehmen wir gleich mal dieses Bild hier mit rein. Das ist nämlich ganz interessant in dem Zusammenhang. Genesis Kapitel 6, Vers 4. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Ich muss mal das Licht anmachen, ich kann schon gar nicht gut lesen. Entschuldigung. So, dasselbe steht hier im Englischen geschrieben. Das ist ein Auszug, dieses Foto hier, Genesis 6,4 aus der König James Bibel, wo es dann halt im Englischen heißt, there were giants in the earth and those days and also after that. Also lass uns erstmal diesen ersten Satz hier analysieren. There were giants in the earth in those days. Auf Deutsch: in jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde. So, die Schlachter gibt jetzt hier eine Verweisung in der Fußnote und sagt, das ist das Wort aus dem Hebräischen Nephilim. Also schauen wir mal eben und schauen wir uns den Vers hier an. Und da steht hier Giants, das ist dieses Wort, Nephil oder Nephilim, wie auch immer, Hebräisch so geschrieben, so ausgesprochen. Und dann die Übersetzung. Der Wortstamm vom 5303, welches Wort hier gebraucht wird, ist eigentlich 5307. Und das ist interessant. Hier geht es nämlich um einen Bully oder Tyrant. So, und was ist ein Bully oder ein Tyrant? Ich weiß nicht, habt ihr jetzt gerade die richtige deutsche Übersetzung davon oder muss ich das eben mal mit dem Übersetzer suchen? Weil mir fällt immer das deutsche Wort dazu nicht ein. Ich weiß, dass du da schon mal eine eigene Lesung oder so mit drüber gemacht hast. Ne? Ich weiß, mir fällt nur gerade der Name nicht ein, der Deutsche. Tyrannen oder was meinst du? Achso, hier, warte mal. Also im Wörterbuch selber steht drauf, jetzt kommt hier Werbung, Moment. Das ist super. Tyrann, Bully, da sollte man eigentlich ein anderes Wort für nehmen. Für Bully ist er eigentlich kein Tyrann, ne? Ein so Aufbeug, ein Mobber, ein Rabauke, Schläger. Ein Mobber, also jemand, der, ich habe das immer so erklärt, das ist derjenige, der dir auf dem Schulhof immer das Milchgeld abgenommen hat. Das ist ein Bully, also einer, der einen rumschubst, der einen rumkommandiert, der also meint, jemand anders beherrschen zu müssen. Ne? Das ist ein Bully. Und das liegt halt, dieser Wortstamm liegt halt an der Basis von diesem Wort Giganten hier. Und deswegen hat unter anderem auch die Sieben-Tags-Adventistenkirche erklärt, dass diese Giganten, also eigentlich, dass das eigentlich nur Leute sind, die einen rumschubsen, ja, die einen tyrannisieren, die einen mobben, wie man so schön sagt, aufgrund dessen, weil sie halt die Gewalt haben, was ja dann wieder passt zu der Linie des Kain, ja, dass diese sich dann vermischt haben mit den Frauen und eben dann diese Männer gezeugt haben. Mighty Men of Old, Men of Renown, oder wie die Schlachterbibel sagt, das sind Helden, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Nun, das Problem ist aber mit diesen Nephilim, dass es auch eine andere Erklärung dafür gibt. Die Erklärung, die wir hier haben in 5303, und 5307, wenn wir dahin gehen, dieses ist eigentlich nur eine fleischliche Erklärung. Ja, können wir 5307 mal eben sehen hier, das Wort. Das ist dieses hier, ja, eine primitive Wurzel. Wir können das mal eben auch übersetzen, was hier steht. Machen wir das mal eben in den Übersetzer rein. Das wird die Worte hier zumindest in Deutsch sehen. Ja. Primitive Wurzel, Vielzahl von Anwendungen, sowohl wörtlich als auch bildlich zu verstehen, angenommen werden,
zu werfen, aufhören, sterben, let fail, Grunde fallen, Grund lassen zu machen, bereit zu sein, fallen zu lassen und so weiter und so weiter. Also Nafal, ja, das seht ihr, das ist nicht Nefil wie das andere Wort, sondern Nafal. Also mit anderen Worten gefallen und dann hinters Licht bringen, hinlegen, sich hinlegen, verloren, liegen, stürzen, überwältigen, zugrunde gehen und so weiter und so weiter, verrotten, töten, ausschlagen, unterdrücken, würde ich mal so sagen auch. Ja, Nephilim wäre ein Unterdrücker, ein Mobber ist ja auch jemand, der einen unterdrückt. Aber das ist hier alles nur fleischlich zu verstehen. Jetzt kann man aber auch sagen, ich verstehe das hier, dass diese Riesen, diese Nephilim, die ja in die Töchter der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren, man kann das jetzt auch verstehen, als ob das Engel wären. Das ist eine andere Lehre. Und jetzt wird es aber richtig interessant, weil das würde ja heißen, dass Engelwesen sich mit Menschenwesen vermischen und eine, ich sage es jetzt mal primitiv, eine neue Rasse züchten. Dass die mit anderen Worten die DNA oder die ganze Genealogie der Menschheit durcheinander bringen. Ganz kurz gesagt, um es auf einen Nenner zu bringen, der wichtig ist, dafür zu sorgen, dass es gar keine Menschen, wie Gott sie geschaffen hat, auf der Erde mehr gibt und dass es dafür auch keine Errettung mehr gibt, sondern dass wir eine zweite Schöpfung hier haben. Nämlich eine Schöpfung, die entstanden ist dadurch, dass sich die Engelwesen mit Menschenwesen vermischen. Und jetzt ist es sehr interessant, was sagt denn die Bibel dazu? Was sagt denn die Bibel zum Vermischen von Engeln und Menschen? Jetzt kann es richtig interessant werden. Und da habe ich mir mal folgende Stellen rausgesucht. Wir lesen hier zum Beispiel in Matthäus Kapitel 22. Aber Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Mit anderen Worten, Engel heiraten nicht. Und was wir vorher schon besprochen haben, was den Sex angeht, hatten wir ja bereits besprochen, dass Sex von Gott ein Geschenk ordiniert ist für die Ehe. Wenn wir aber im Himmel keine Ehe haben, haben wir dann im Himmel Sex? Nein, logischerweise, weil die Engel sich ja an die Regeln halten. Es gibt aber gefallene Engel und die machen sich nichts aus den Regeln von Gott. Und vielleicht haben die ja Sex oder vielleicht sogar Sex mit Menschen. Weil die müssen sich ja nicht verheiraten, um Sex zu haben. Das tun die Menschen heutzutage ja auch nicht. Heiratet ja keiner mehr, um Sex zu haben. Die haben ja so viel Sex, wie sie wollen. Außerhalb der Ehe. Und jeder Sex außerhalb der Ehe ist eine Sünde. Ist nämlich die Sünde der Unzucht. Ist die Sünde des Ehebruchs, wie Jesus Christus richtig gesagt hat. Ein Mann, der eine Frau nur begierlich ansieht, hat schon Ehebruch mit ihr begangen im Herzen. Das ist vollkommen richtig. Also, im Himmel gibt es keinen Sex. Im Himmel gibt es auch keine Heirat. Weil wenn es Heirat geben würde, wird es auch Sex geben. Gibt es aber nicht mehr. Da habe ich mir jetzt nochmal eine andere Stelle zu rausgesucht. Bin ich jetzt ein bisschen zu weit oder wollt ihr erstmal in die Bibel oder habt ihr selbst da Fragen zu? Oder soll ich mal den nächsten vorbereiteten Text vorlesen? Was meint ihr? Ich denke, von der Reihenfolge wäre es am besten, wenn du jetzt den Text vorliest. Okay. Also ich fand das bisher jetzt schon sehr interessant, weil also ist ja auch irgendwo so, wenn man das so schlussfolgert, was du gerade gesagt hast bis hierhin, dann ist ja auch klar, also im Himmel ist man ja dann nicht fleischlich, sondern geistig und ja, da gibt es offenbar keine Art der Fortpflanzung, sage ich mal. Nö. Weil man ja geistig ist. Ne? Nur die Menschen im Fleisch können sich fortpflanzen. So sehe ich das auch. Da ist ein Unterschied dazu. Wie gesagt, ich habe mir da mal einen Text zu rausgesucht und den würde ich dann gerne mal eben euch vorlesen. Das ist eine sehr interessante Seite, die habe ich im Englischen kennengelernt, die heißt gotquestions.org. Ja? Gotquestions.org. Hast du Fragen, heißt das im Grunde. Ja? Und die gibt es auch in Deutsch. Und einige von den Artikeln, die man im Englisch findet man auch im Deutschen hier. Und dieser kleine Artikel, übrigens hier gibt es den Link zu englischen Artikel, dieser kleine Artikel hier finde ich sehr interessant in Bezug auf das, was wir jetzt gerade besprechen. Gibt es die Ehe im Himmel? Antwort:
Die Bibel sagt uns, denn in der Auferstehung werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, denn sie sind wie Engel im Himmel. Matthäus 22, 30, das hatte ich hier gerade eben vorgelesen, diese Stelle. Ja? Das war die Antwort von Jesus zu der Frage bezüglich einer Frau, die mehrere Male verheiratet war. Mit wem würde sie im Himmel verheiratet sein? Dazu müssen wir Kapitel 22, Verse 3 bis 28 lesen, aber das ist jetzt für das Verständnis nicht nötig. Das könnt ihr gerne in eurer eigenen Studie mal machen. Offensichtlich sagen die Autoren hier, gibt es im Himmel keine Ehen. Das heißt aber nicht automatisch, dass ein Ehemann und eine Ehefrau sich im Himmel nicht mehr kennen. Es heißt auch nicht, dass man keine enge Beziehung miteinander im Himmel mehr haben kann. Jesus scheint aber darauf zu verweisen, dass ein Mann und eine Frau im Himmel nicht mehr verheiratet sind. Und damit ist ganz deutlich, dass es im Himmel keinen Sex gibt. Sicherlich wird es im Himmel keine Ehen mehr geben, einfach aus dem Grund, weil es keinen Bedarf mehr dafür gibt. Wenn Gott die Ehe etablierte, oder besser gesagt als, das ist vielleicht auch nicht immer perfekt übersetzt, ja, aber die Menschen geben sich zumindest Mühe. Wenn Gott die Ehe etablierte oder als er die Ehe etablierte, hat er es getan, um bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen. Erstens sah er, dass Adam einen Weggefährten und Freund brauchte. Zitat, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 18. Eva war die Lösung zum Problem von Adams Einsamkeit, wie auch für seinen Bedarf einer Hilfe oder Gehilfin. Jemand, der an seiner Seite steht und als Freund mit ihm durchs Leben geht. Im Himmel allerdings gibt es keine Einsamkeit. Noch wird Hilfe gebraucht. Wir werden mit einer großen Schar von Gläubigen und Engeln nach Offenbarung Kapitel 7, Vers 9 umgeben sein und all unsere Bedürfnisse werden gestillt sein, inklusive dem Bedürfnis nach Freundschaft. Zweitens hat Gott die Ehe kreiert zum Mittel der Fortpflanzung, um die Erde mit Menschen zu füllen. Der Himmel wird aber nicht durch Fortpflanzung besiedelt. Diejenigen, die in den Himmel kommen, gehen wegen ihres Glaubens an den Herrn Jesus Christus dorthin. Sie werden dort nicht erst geschaffen oder gezeugt. Daher gibt es keinen Grund für Ehe im Himmel, weil es keine Fortpflanzung, also keinen Sex, und Einsamkeit dort gibt. Wie gesagt, ich finde das einen sehr interessanten Artikel, vor allen Dingen, wenn man jetzt ein wenig weiter spinnt oder ein wenig weiter probiert, darüber nachzudenken und zu sagen, die Engel, die im Himmel sind, die können natürlich das Gesetz nicht übertreten, weil ein Engel ist ein Geisteswesen von Gott perfekt geschaffen und übertritt das Gesetz Gottes nicht. Wenn er es tut, dann ist es der Engel Luzifer und der ist dafür bestraft worden und all seine Engel, die ebenfalls mit ihm rebelliert haben, sind bestraft worden und sind auf die Erde hinabgeworfen worden und gehen ihrer gerechten Strafe noch entgegen. Die Engel, die im Himmel verblieben sind, sind rechtschaffen. Im Gegensatz zu Menschen, die können nie rechtschaffen sein, zumindest nicht, solange sie im Fleisch sind, und halten sich an die Gesetze. Also wird im Himmel nicht geheiratet, also gibt es im Himmel keinen Sex. Nun ist die Bibel aber auch ein Buch, das manchmal Dinge auch eben einfach nicht ausspricht. Und es ist meines Erachtens in meinem Verständnis durchaus möglich, ich sage nicht, dass es so ist, aber ich sage, es ist durchaus möglich, dass die gefallenen Engel sich natürlich an die Gesetze nicht mehr halten müssen. Weil, warum? Sie sind ja sowieso schon gefallen. Ich meine, stell dir vor, du hast einen Mord begangen und du wirst dafür zum Tode verurteilt, dann kannst du dann noch 25 weitere Morde begehen. Umbringen können sie dich nur einmal. Genau so denken die gefallenen Engel auch. Wir das haben ist so ähnlich wie in Amerika auch dann, ne? Wo man dann zweimal, dreimal, viermal lebenslänglich bekommt, ne? wenn man richtig schön, doll auf die Punkt gehauen hat sozusagen. Ne? Ja. Ja, ist richtig. Aber wenn ich für einen Mord einmal verurteilt wurde, zum Tode verurteilt wurde, um jetzt mal wirklich krass zu sprechen, in Amerika passiert das ja immer noch und in anderen Ländern auch, dass man wegen Mord an einem anderen Menschen zum Tode verurteilt wird vom Staate. Wenn ich dann zum Tode verurteilt werde, dann kann ich danach noch so viele Menschen umbringen, wie ich lustig bin, weil sie können mich ja nur einmal umbringen. Ne? Mhm. Und die gefallenen Engel, die haben einmal gesündigt, sind gestraft worden, sind aus dem Himmel rausgeschmissen worden und können jetzt natürlich sündigen so viel, wie sie wollen, weil sie werden ja sowieso nur einmal bestraft. Natürlich ist es so, dass in der Bibel ganz deutlich drin steht, dass die Strafe nach den Taten bemessen wird. Ja? Also die Schwere der Taten hat natürlich schon eine Spiegelung in der Strafe dann später.
Aber da gibt es ja auch einige, die machen sich da ja auch nichts draus. Ich will ja jetzt auch das nicht zu kleinlich kausalisieren. Ich will nur auf den Punkt hinaus, dass es ja vielleicht die Möglichkeit gibt, dass diese gefallenen Engel eine Art und Weise gefunden haben, um mit Menschen zu verkehren. Geschlechtsverkehr oder auf eine andere Art und Weise mit Menschen umzugehen. Hier zum Beispiel jetzt mit den Frauen zum Beispiel, hauptsächlich aus der Linie des Kain. Und neue Wesen zu schaffen. Und der Punkt, auf den ich hier hinaus will, das kommt im Grunde erst später in dieser Bibelstudie. Das kommt im Grunde erst in Vers 10 in Kapitel 6. Weil da steht zum Beispiel, das ist gar nicht in Vers 10. Das steht in, wo habe ich das denn hier? Vers 8 muss das sein. In Vers 8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Nein, das ist es auch nicht. These are the generations of Noah. Noah was a just man. Das ist das jetzt hier in Satz 9, in Vers 9. Da heißt es, dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann. Wir wissen aus dem Neuen Testament, dass da deutlich drin steht, kein Mensch ist gerecht oder rechtens, rechtschaffen. Nein, nicht einer. Aber Noah war gerecht. Er war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Er war untadelig. He was perfect in his generations. Oh, jetzt wird's aber interessant. Er war perfekt in seinen Generationen. Das heißt, er war perfekt in seinem Blut, in seiner Abstammung. So kann man das nämlich auch verstehen, dass damals durch das Mischen, ich hoffe, dass ich euch jetzt nicht verliere, ne? Dass damals durch das Vermischen von Menschen und Engeln eine andere Art Rasse entstanden ist, die das ganze Blut, die ganze DNA, die ganze Erbfolge der Menschheit auf dieser Erde verderbt hat. Weshalb Gott sich sagte, Jung, das gucke ich mir noch 120 Jahre mit an und dann Regen drauf, um das jetzt mal salopp auszudrücken, weil er das einfach nicht mehr hinnehmen wollte. Und ich habe in einer Bibelstudie mit Tom Frester mal drüber gesprochen, der mich attent gemacht hat auf den Punkt, und jetzt gehen wir ein wenig in 2019, aktuelle Dinge besprechen. Vor wenigen Wochen hat diese Kirche gebrannt in Paris mit dem Namen Notre Dame. Und ich weiß nicht, ob ihr die Kirche von Notre Dame schon mal gesehen habt. Ich kann mal sehen, welche Bilder ich davon eventuell habe. Da gibt es unglaublich viele Figuren auf dieser Kirche, und zwar außerhalb an der Kirche, aber auch innerhalb in der Kirche, wie zum Beispiel, das ist ja nun das berühmteste hier, der Baphomet von Notre Dame. Das ist eine Figur am Giebel, am Außengiebel der Kirche Notre Dame. Das ist Baphomet. So wie im Himmel, so auf Erden. Arm hoch, Arm runter. Weibliche Brüste und hier den Phallus, der ihm hier rauswächst, mit zwei Flügeln dran auch noch und hier auch Flügel von ihm und alles drum und dran, das ist der Baphomet. Aber diese Kirche, das kann man jetzt natürlich auf diesen Bildern hier viel zu weit weg nicht sehen, es gibt aber sicher Bilder, die man sich vergrößern kann, wo man das sehen kann. Es gibt hier auf dieser Kirche von Notre Dame unglaublich viele Figuren, und zwar draußen und drinnen, die monsterartig aussehen. Ja, Gargoyles sagt man auch im Englischen. Das ist sicher ein Wort, das Michael auch schon mal gehört hat, ne? Gehe ich mal von aus. Und Victor wahrscheinlich auch. Also diese ganzen Arten von Monstern, die es da gibt, die hier auf der Kirche sind, also hier sind die verschiedenen Figuren, das ist jetzt zu klein, dass man das jetzt kennen könnte, aber man könnte sich da sicher im Google Images, schätze ich mal, Notre Dame Gargoyles oder was weiß ich, was man einticken kann, könnte ich ja mal machen. Vielleicht finde ich ein paar interessante Bilder, die wir uns anschauen können. Da sagte Tom Fress in einer der Bibelstudien zu mir eigentlich mal, sag mal Jörg, diese ganzen Dinge, die es da gibt, diese Monster, diese Gargoyles, diese Verformungen, diese dämonenartigen oder was auch immer Wesen, ist das nur der Fantasie von Menschen entsprungen? Oder sind das vielleicht tatsächliche Wesen, die vielleicht auf der Erde mal gelebt haben? Nun,
kann man natürlich als unbefangener Mensch sagen, von das ja Quatsch, solche Monster gibt es ja gar nicht. Ja, dann habt ihr noch nicht gehört von dem Monster von Montauk. Montauk ist eine Stelle kurz außerhalb der großen Stadt New York im Norden von den Vereinigten Staaten von Amerika. Und da gibt es verschiedene Bilder im Internet von diesem Monster von Montauk. Es gibt verschiedene Wesen, sage ich jetzt mal, die irgendwo an Land gespült werden, die noch kein Mensch irgendwo jemals gesehen hat, die ganz merkwürdig aussehen. Wo kommen die her? Sind das Mutationen? Sind das missglückte DNA-Versuche? Sind das missglückte wissenschaftliche Experimente? Niemand kann sagen. Ich meine, wie viele Schafe haben dafür sterben müssen, bis sie Dolly geklont haben und so weiter und so weiter. Es ist eine interessante Sache, aber dass der Mensch sich heutzutage damit beschäftigt, oder dass bestimmte Menschen sich damit beschäftigen, unsere DNA zu verändern und den Menschen zu verändern und den Menschen in etwas zu verändern, was er selber gar nicht ist, sondern ihn mit dem Transhumanismus zu transformieren in eine, wie Sie sagen, eine höhere Ebene, durch zum Beispiel Mensch und Maschine miteinander zu mixen. Ein Beispiel, das uns vor 30 Jahren im Kino unglaublich in die Sessel gebannt hat, als wir dann solche Filme wie Blade Runner gesehen haben, solche Filme wie Terminator gesehen haben, solche Filme gesehen haben von Steven Spielberg noch gar nicht so lange her, da war in den 2000er Jahren, AI heißt er, glaube ich, künstliche Intelligenz, wo es um diesen kleinen Jungen geht, der ja im Grunde auch nur ein künstlicher, also ein Roboter ist oder was, aber eben aufgrund seiner künstlichen Intelligenz so menschlich rüberkommt, dass man dem halt schon ja, Leben zuspricht, dass der sogar Leben haben soll. Und dann gibt es auch noch diesen anderen Film mit Will Smith, diesen mehr futuristischen, was weiß ich, iRobot. iRobot, danke. Ja, Film. Ist ja, das ja, ist bitte. Ja von Isaac, wie heißt der? Isaac Asimov oder so. Da hat ja Alan Parsons Project ein ganzes Album zu gewidmet, dass man da also die Roboter heiligt oder auch den huldigt. Das gibt es ein interessantes Instrumentalstück von Alan Parsons, das heißt Genesis 1, Chapter 36, glaube ich. Es gibt kein Chapter 36. Ne? Das heißt, es gibt sozusagen Geheimlehren, also speziell in Richtung Freimaurer, wo genau diese Hybriden eigentlich gezüchtet werden sollen und angeblich auch schon mal auf dieser Erde gewandelt haben sollen. Das, also Genesis 1,36 gibt es, davon mal eben abgesehen. Ne? Ja, ich muss schauen. Das Problem ist, es ist eine Live-Lesung, ich habe es nicht vorbereitet. Nee, ist ja auch nicht weiter schlimm, nur Genesis 1,36 gibt es, weil Genesis hat, glaube ich, 50 Kapitel oder sowas. Genesis Chapter 1, Vers 32, so. Ach so, das ist was anderes, ja, ja den gibt es nicht. Genau, ja. So. Ja. So, und das ist halt eben die Geschichte, wo dieses Album iRobot beruht sich auf diesen Zukunftsgeschichten von dem super Werbung, wo auf diese Zukunftsgeschichten von einem gewissen Schriftsteller, und da geht es halt darum, dass Maschinen sozusagen dann die Herrschaft übernehmen und die dann ihre eigenen Gesetze haben. Ja. Und das ist jetzt nur mal ein Beispiel davon, wo du jetzt gerade diesen Film da jetzt ansprichst. Aber das große Thema von dieser ganzen Transhumanismus-Agenda ist letzten Endes, dass in der Gnosis viele Leute der Meinung sind, dass das Wissen schon mal alles vorhanden gewesen ist, dass aber dann aus deren Meinung heraus mit Atlantis untergegangen ist. Und eigentlich, was damit quasi gesagt wird, meines Verständnisses nach, ist, dass dieses Wissen mit der Sintflut von der Erde verschwunden ist. Dass dieses Wissen aber dann noch im sogenannten, wie nennt es sich nochmal, Weltgedächtnis oder so noch vorhanden ist. Also da gibt es ganz, ganz viele Irrlehren, die darauf fußen, dass die ganzen, dass alles eigentlich schon mal da gewesen ist und dass es eben kein Problem gewesen ist, große Bauwerke zu errichten, weil halt damals dieses Wissen schon vorhanden war. Und wenn man den Schritt weitergeht und dann sagt, okay, dann gab es schon mal Mischwesen hier auf der Erde, die halt vielleicht halb Mensch und halb etwas anders gewesen ist, ob man jetzt an die Kentauren denkt zum Beispiel, die Chimären und so weiter. Mhm. Ja, auch wichtig, das habe ich gar nicht benannt, das sind auch Dinge, die dabei gehören, ja, genau.
Ja, dann lassen sich auch gewisse Bauten erklären, ja, wie beispielsweise Stonehenge und so, ja, die halt alles immer so in Gigantomanie irgendwo verfallen. Und wenn man dann halt die tiefere kultische Bedeutung von Stonehenge kennt, wird einem dann plötzlich klar, was da und wer da geopfert worden ist. Und das ist eine Geschichte, wo es dann halt ziemlich geschmacklos wird, wo wir dieses Video dann wiederum erst ab 18 freigeben dürfen, wenn wir jetzt darüber reden wollen würden. Aber ich denke, die Geschichte, dass damals schon dieses Wissen auf der Welt vorhanden war und dass es damals Wesen gegeben hat, die also viel größer gewesen ist, ermöglicht es auch diesen Wesen dann eben mit Hilfe ihrer Intelligenz gewisse Dinge zu errichten auf dieser Welt, die wir dann heutzutage unglaublich toll und unglaublich beeindruckend finden und wo wir heutzutage noch keine Erklärung haben, wie die denn so entstanden sein mögen. Da kann jetzt jeder sich was anderes zu vorstellen. Ich habe da schon meine Vorstellung von. Das Problem ist aber dabei, dass wir da, wenn wir auf den Faden der Bibel wandern, jetzt auch wieder in die Spekulation abdriften. Es gibt ja apokryphische Bücher, wo da einiges so drin steht. Es gibt den Epos von Gilgamesch, wo darüber berichtet wird. Es gibt die Legende, dass Atlantis eine große Universität und Bibliothek gehabt haben soll und. Das ist ja dann auch auf der Dollarnote verewigt, soweit mir bekannt. Zu Deutsch, wenn es damals eine Bibliothek gab, wenn es damals Universität gab, ja, oder angeblich gab, in einer Zeit vor der Sintflut. Und bei den Gnostikern ist es sogar in einer Zeit angeblich vor Adam. Ja, aber das ist halt wieder genau diese satanische Geschichte. Die präadamitische Geschichte, ja. Ja, genau, wie eigentlich immer Gnosis satanisch ist, weil sie eben dann nicht auf den Schöpfergott Elohim beruht, sondern halt eben wieder auf einer anderen Schöpfungsgeschichte, die genau von der Gegenseite da initiiert wird. Aber das erklärt beispielsweise auch, warum damals alles größer gewesen ist. Und wenn damals auch die Tiere größer gewesen sind, können dann auch gewisse andere Sachen vielleicht größer gewesen sein. Und wenn sich dann Mischwesen gebildet haben, dann haben wir halt beispielsweise diese Fresken, die es da gibt. Dann haben wir beispielsweise das Monster, was du gerade benannt hast. Oder von Montauk, Von Montauk. Wir können auch beispielsweise Loch Ness nehmen. Ja, da gibt es jetzt halt mehrere Geschichten, die dazu Pass kämen. Aber wir sind dann eben immer in dieser Grauzone, die mir nicht gefällt, wo ich sage, da muss ich jetzt spekulieren. Wenn die Bibel aber von Riesen ausgeht, ja, dann ist es eben etwas, was abnormal ist. Dann ist es eben etwas, was den Rahmen sprengt. Dann ist es etwas, was der Erwähnung wert war. Und wenn da steht, there were giants on the earth in these days, dann sind das Wesen, die nicht nur größer gewesen sind, sondern die sich auch über andere erhoben haben. Und zwar wortwörtlich. Und da fällt mir eigentlich so ein, dass es das genau das ist, was wir aufgrund der biblischen Lehre eigentlich nicht tun sollen. Wir sollen ja eigentlich zumindest nach dem neuen Bund von Jesus im alten Neuen Testament halt den anderen lieben. Und aufgrund dessen wäre mein Rückschluss jetzt der, dass Gott irgendwann gesagt hat, der Verderbnis hier auf der Welt kann der Mensch nicht mehr Herr werden. Und diese Verderbnis auf der Welt entfernt die Schöpfung immer weiter vom Schöpfer. Genau, das war genau mein Punkt. Entschuldige, dass ich dich mal eben unterbreche, aber das war genau mein Punkt, dass er eben gesehen hat, dass die Menschen sich nicht mehr untereinander fortgepflanzt haben, wie es vorher gesehen war, sondern dass da Mischungen entstanden waren, die im Endeffekt die Schöpfung, wie Gott sie geschaffen hat, weggenommen haben. Mhm. Und wenn diese Schöpfung, wie Gott sie geschaffen hat, hier auf der Erde nicht mehr existiert, wofür braucht es dann einen Messias? Mhm. Weil ja, Jesus kann nur uns retten. Jesus kann nicht irgendwelche Mischwesen retten. Na? Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Ja, ja, erzähl mal weiter. Ja, jetzt muss ich den Faden erstmal wieder suchen. Ja, Entschuldigung, aber das musste ich mal eben loswerden. Ja. Halt. So, und aufgrund dessen, dass es eben dann diese Mischwesen gegeben hat auf der Welt, können die nur aus der Linie Kains gewesen sein. Also zu Deutsch aus der Linie der Schlange gewesen sein. Und das würde dann halt vieles erklären, dass quasi dann irgendwann die Population so überhand genommen hat, dass sich kaum noch Gerechte gefunden haben und dass Gott eben dann diesen gerechten Noah, der untadelig gewesen ist, gerettet hat, damit seine Linie den Fortbestand der Menschheit sichert. Und für mich
ist deswegen die Sintflut deswegen irgendwo zwangsläufig, weil der Mensch sich ja nicht an der Linie Kains aufgrund des Mal des Kains vergehen darf. Das heißt, der Mensch konnte ja nun nicht diese komplette satanische Linie aufheben, diese Mischlinie aufheben, der Riesen. Nicht nur, weil er dafür vielleicht körperlich gar nicht in der Lage gewesen wäre, sondern auch, weil er sich dann damit versündigt hätte, weil ja Gott damals ordiniert hat, dem Kain ein Mahnmal zu geben, dass ihn niemand anrühre, der ihn träfe, so ungefähr. Ich habe es jetzt nicht aus dem Kopf, wie der Vers heißt. Und deswegen konnte eigentlich nur Gott derjenige sein, der diese Linie straft, weil der Mensch sich ansonsten ja an dieser Linie hätte versündigt hätte, indem er halt einen Mord begangen hätte. Das wäre jetzt so mein Verständnis, warum überhaupt eine Sintflut notwendig gewesen ist, damit es quasi ein Gottesurteil gab, was darüber gesprochen worden ist. Und damit klar ist, Gott hat, oder Elohim hat halt gesagt, 120 Jahre ordiniere ich. Und in diesen 120 Jahren gucke ich mir an, meine Interpretation, wer denn noch untadelig ist. Und dann fand er halt Noah. Als Einzigen. Ja. Als Einzigen, das ist, okay. Das ist eben sehr wichtig, ne? Als Einzigen noch, mit anderen Worten. Und das ist ja das, was ich versucht habe, als Verständnis damit reinzubringen. Alle anderen waren genetisch bereits verseucht. Mhm. Nur Noah ist noch gerecht gewesen. Und Gott hat ja in Genesis 3, also im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15, gesagt, es wird eine Linie, wird er durchbringen. Und wie klein, wie schmal ist diese Linie, wenn wir uns nochmal eben Lukas angucken, Kapitel 3, Vers 38, also da haben wir ja die, Entschuldigung, hier in der Schlachterbibel wollte ich das aufmachen, da haben wir ja hier die ganze Linie Jesu, das geht zurück auf Sem, Noah. So, hier haben wir genau den Noah, über den wir jetzt gerade sprechen. Ein direkter Vorfahre im Fleisch, versteht mich jetzt bitte richtig, ja? Im Fleisch von Jesus Christus. Und genau deswegen steht eben hier auch in, wir sind noch nicht so weit, da kommen wir noch hin, aber das ist ja, manchmal muss man auch ein bisschen hin und her springen, um das richtige Verständnis zu haben. Darum steht ja auch in Vers 9, dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Nur Noah war noch nicht beschmutzt mit dem, ich sage es jetzt mal, genetischen Abfall, der den ganzen Rest der Erde befallen hat. Noah und seine Frau. Und deswegen gab es nur 8 Menschen auf der Arche, zu der wir dann später noch kommen werden. Nämlich Noah und seine 3 Söhne, die alle gerecht waren. Naja, insoweit, dass wir sehen, inwiefern war Noah seine Frau gerecht. Und natürlich, inwiefern waren Noahs Söhne deren Frauen gerecht. Das geht dann ja auf die Nachkommen. Da hat sich dann ja schon wieder die Linie des Kain mit eingemischt. Die hat ja auch überlebt auf dieser Arche. Ja. Aufgrund dessen. Aber Noah ist der Einzige, der gerecht war. Und das heißt, Noah ist der Einzige, dessen Blut nicht beschmutzt war. Sonst könnte man ja sagen, ja, aus der Linie des Seth gab es ja so und so viele andere Männer auch noch. Und die haben ja so lange gelebt und haben Söhne und Töchter geboren. Das haben wir ja bereits gelesen, als wir die Nachkommen Adams von Seth bis Noah besprochen haben. Im Kapitel hier vor, im Kapitel 5, da stand es ja drin. Die müssen ja unglaublich viele Kinder gezeugt haben. Aber schlussendlich sind all diese Kinder abgefallen, haben sich vermischt mit der anderen Linie oder haben sich selbst vermischt mit der Linie der Engel, wie auch immer man das jetzt nennen will. Wie gesagt, das ist eben teilweise auch Spekulation. Ich weiß ja auch nicht alles. Nur der Einzige, der noch gerecht war, der noch unbeschmutzt war, der untadelig war unter seinen Zeitgenossen, ist Noah. Und darum war es an Noah, um die Arche zu bauen und sich und seine Familie und jeden, den er davon überzeugen konnte, zu retten. Meint ihr nicht, dass Noah mit seinen Eltern gesprochen hat? Meint ihr nicht, dass Noah mit seinen Brüdern und Schwestern im Fleische gesprochen hat? Einzelkinder gab es damals nicht, das haben wir inzwischen ja nun schon gelernt. Ne? Aber alle Familie von Noah ist nicht mit gerettet worden. Ne? Nur Noah ist gerettet worden und seine Frau und seine 3 Söhne mit ihren 3 Frauen. 8 Menschen, das ist alles. Der Rest ist
elendig versoffen. Mhm. Und zwar bewusst von Gott so gemacht. Entschuldigung, Michael, aber das ist ja auch die Idee dieser Studie, dass wir ein bisschen durcheinander quatschen. Tut mir leid, wenn ich dich dann kurz von deinem Gedanken wegbringe oder so, aber hier und da muss ich eben auch mal einfach irgendwas sagen. Vielleicht fällt dem Victor ja auch mal irgendwas ein. Ansonsten sage ich, red bitte weiter. Wo soll ich jetzt anfangen? Es war ja schon wieder so viel da drin. Im Endeffekt, ich will jetzt nicht der Geschichte mit Noah vorgreifen, aber wenn da aus der Linie von Noah auch wieder kein Abfall entstanden wäre, wäre da letzten Endes dann Genesis 3,15 nicht erfüllt, ne? Meiner Meinung nach. Und durch die Sintflut kann man halt, durch die Sintflut hat halt ein Gottesurteil stattgefunden und der Mensch hat letzten Endes da nur, die gerechten Menschen haben überlebt. Und das ist genau für mich ähnlich wie halt in Sodom und Gomorra, wo es dann halt einfach Schwefel geregnet hat. Ja, damit hatte eben der Mensch nicht die Linie von Kain angegriffen. Und ja, ich kann da jetzt vom unheimlich viel noch zu erzählen, aber ich würde gerne den Victor da mal ein bisschen was ans Mikro holen wollen, glaube ich. Ja, das sind interessante Gedankengänge, weil wenn ihr das jetzt so mal kombiniert, auf der einen Seite natürlich die noch gerecht mal waren, wissen natürlich, ja, ich kann mich dem ja auch dann nicht oder wenn ich dann versuche, mich dem irgendwie zu entziehen oder dann, wie du ja vorhin auch sagtest, dann wird der siebenfache Rache an mir vollzogen. Also sprich, offenbar sind ja vielleicht auch viele, die mal auch ursprünglich gerecht waren, ja, sind in Übertretung geraten und demnach auch abgesoffen sozusagen. Ne? Ist natürlich auch, wenn man das jetzt so mal jetzt einmal so hervorhebt und da in die Tiefe geht, ja, ist natürlich schon irgendwie da auch ja doch mal bemerkenswert, dass da wirklich offenbar nur noch der eine Noah war, der in den Augen Gottes eben noch imstande auch war, diese gerechte Linie auch fortzuführen. Und wenn er nicht gewesen wäre, dann wäre ja gar keiner mehr da anscheinend, ne? Ja. Also da sieht man ja auch irgendwo, dass diese faule Saat da irgendwie auch so exponentiell offenbar irgendwie durch die Menschen hindurch gewandert ist. Oder sich vermehrt. Genau. Ja, Michael hat jetzt schon ein paar Mal Sodom und Gomorra zur Sprache gebracht. Und wenn wir dann schon mal so weit sind, dann gesteht mir bitte zu, dass ich mal eben in Kapitel 19 gehe, weil wenn wir über Engel sprechen und Engel, die Sex haben mit Menschen, dann müssen wir Kapitel 19 eben mal lesen, die ersten paar Verse. Und die zwei Engel kamen am Abend nach Sodom. Lot aber saß in Sodom unter dem Tor. Und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich, das Angesicht zur Erde gewandt, und sprach: Siehe, meine Herren, kehrt ein in das Haus eures Knechtes und bleibt über Nacht und wascht eure Füße. So mögt ihr am Morgen früh aufstehen und euren Weg ziehen. Sie aber sprachen: Nein, sondern wir wollen im Freien übernachten. Er aber drang sehr in sie. Da kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus. Und er bereitete ihnen ein Mahl und machte ungesäuerte Brotfladen. Und sie aßen. Aber ehe sie sich hinlegten, umringten die Männer der Stadt das Haus. Die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden, und riefen Lot und sprachen zu ihm: Wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bring sie heraus zu uns, damit wir uns über sie hermachen. Hermachen. Das ist wieder so eine Stelle, wo ich sage, die... Ja, die Bibel ist halt nicht mit 18 versehen, oder? Ist da ein 18er-Siegel drauf? Warte mal. Nein. Nee, Bibel, nein, es ist die Schlachterbibel, die nicht vernünftig übersetzt, weil hier im Englischen lesen wir Vers 5, ja? And they called unto Lot and said unto him, Where are the men which came into thee this night? Bring them out unto us, that we may know them. Das ist nun ganz sicher nicht mit Altersbegrenzung ab 18 Jahren. Aber wir wissen, dass diese Benennung des Knowens, des Kennens, dazu gebraucht wird, wie wir bereits im zweiten Kapitel gelesen haben, wo es um Adam und Eva ging. Adam erkannte seine Frau, ja,
Das ist genau dasselbe Wort, Yada, was hier gebraucht wird. Das heißt, die Männer von Sodom sagen, dass sie Sex wollen mit den zwei Besuchern von Lot. Wir haben aber gelernt, dass die zwei Besucher von Lot Engel sind. Und als er sie sah, stand er auf und ging ihnen entgegen. Das heißt, diese Engel haben sich aber ausgegeben auf irgendeine Art und Weise für Menschen. Es geht hier aus dem Buch nicht raus hervor, ob Lot verstanden hat, dass das Engel sind oder nicht. Für ihn waren das Männer. Weil in Vers 4 steht ja, aber wo steht das jetzt drin mit den Herren? Sprach Herren, kommt rein, meine Herren, kehrt ein in das Haus eures Knechtes und bleibt über Nacht. Hier steht nicht drin, dass Lot weiß, dass es Engel sind. Ja, die zwei Engel kamen am Abend nach Sodom, Lot aber saß in Sodom unter dem Tor und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich das Angesicht zur Erde. Nun habe ich gerade gesagt, ja, wir wissen nicht, ob Engel Sex haben können, aber können Engel denn essen? Er hat sie in sein Haus eingeladen, machte ihnen ungesäuerte Brotfladen und sie aßen. Ja, also wenn sie essen können, ja, entschuldige, ich will es ja nicht ins Lächerliche ziehen, das ist eine Bibelstudie hier, aber der Punkt ist doch, wenn diese Engel, die sich hier für Menschen ausgeben, essen können, dann können sie ja bestimmte fleischliche Handlungen anscheinend machen. Weil ich glaube nicht, dass die Engel im Himmel essen müssen. Ja? Ich hätte da mal ein paar Anmerkungen zu. Ja, bitte, Michael, du hast ja auch mit Sodom und Gomorra angefangen. Und ja, natürlich. Und, ja, ich habe da gar nicht mit angefangen. Ich war da nicht dabei. Also nein, der Punkt ist ja, man muss in so einer Bibelstudie, man muss manchmal wirklich, wie man so schön sagt im Deutschen, von Pontius zu Pilatus springen. Man muss von der einen auf die andere Stelle springen, um ein besseres Verständnis zu ergattern. Und wenn wir probieren, hier festzulegen, wie sind denn die Engel bitteschön in der Bibel gemeint, dann haben wir jetzt bereits gelesen in Hiob, dass die Söhne Gottes Engel waren, weil Satan war unter ihnen, dann lesen wir hier jetzt auch, dass Engel nach Sodom kamen und dass diese Engel sich als Menschen ausgegeben haben und mit Lot zu Abend gegessen haben. Ja. Es geht mir darum, dass wir ein besseres Verständnis dafür bekommen, was Engel sind oder was Engel alles können oder nicht können. Und jetzt bitte du wieder, weil ich will ja keinen Alleinunterhalter spielen, ich finde das unglaublich wichtig, dass wir uns diese Dinge mal in dieser Form zu Gemüte tun, hier in dieser Studie. Also, ja. Wo fange ich jetzt an? Ich muss hier ein bisschen hin und her springen, leider. Weil ich immer das so ein paar Sachen habe und ihr prescht dann wieder vor oder du, aber ist nicht schlimm. Also zu der Geschichte mit Fortpflanzung im Himmel. Im Himmel ist die geistige Ebene. Da wird halt etwas erzeugt, nicht gezeugt, sondern erzeugt durch das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, wie wir im Johannes 1,1 erkennen. Also durch Jesus Christus wird etwas erschaffen und erzeugt, was dann auch durchaus geschlechtsneutral sein kann. Das heißt, das, was ich als Mensch nur zeugen kann, nämlich ein Lebewesen, kann im Himmel alles erzeugt werden, also auch Sachen, auch tote Gegenstände, also Pflanzen zum Beispiel oder Felsen und weiß Gott noch alles. Da müssen wir erstmal, glaube ich, eine Trennlinie ziehen. Wenn wir sagen, ein reiner Engel Gottes kann keinen Sex haben, ist das aufgrund der Sache geschuldet, dass der Engel ein Stellvertreter Gottes ist, um den Menschen etwas klarzumachen. Das heißt, der Engel kann auf die materielle Dimension herunterkommen und kann dann in dieser oder auf dieser Erde eine Materialisation annehmen, weil es von Gott, von Jesus Christus, vom Schöpfer selber ordiniert ist. Das geht meines Verständnisses nach und meiner Erfahrung nach. Das heißt, wenn Gott selber sagt, so, du gehst jetzt unten zu den Menschen und lässt sich da anfassen und drückst die Türklinke runter und gehst da rein und sagst ihm und speist dann da, dann geht das, weil er dann im Himmel den Körper bekommt. Denn ein Geistwesen steht über der Materie. Das heißt, es ist für den Geist möglich, Materie zu erschaffen, aber nicht umgekehrt. Deswegen funktioniert auch die Geschichte mit der Alchemie eben nicht. Ich kann aus der Alchemie eben nichts erschaffen. Ich kann auch keinen Frankenstein erschaffen. Weil aus der reinen toten Materie kein Geist entstehen kann. Weil eben das Wort nicht da ist. Das Wort Gottes nicht da ist, die geistige Ebene nicht da ist, um irgendetwas zu befehligen. Und da die geistige Ebene meines Verständnisses nach über der materiellen Ebene steht, kann nur in der Hierarchie ein Befehl und eine Kreation, eine Schöpfung entstehen.
Und deswegen wird im Himmel kein Sex gebraucht, weil im Himmel kann alles erzeugt werden, aber nicht gezeugt. Ansonsten würde es beispielsweise keinen Sinn machen, dass es in verschiedenen Bibelstellen, beispielsweise Jesaja 65 und Offenbarung, Kapitel 21, glaube ich, ist es drin, steht, Moment, ja. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Dann wäre es meines Verständnisses nach nicht richtig, nicht korrekt, wenn wir dann sagen, okay, im Himmel werden dann die Engel gezeugt, sondern die werden erzeugt, das sind Geisteswesen. Und die können, wie gesagt, auf Befehl des Vaters, unseres Schöpfergottes, können die auf die Erde kommen. Und die können auch, wenn die Geisteskraft dementsprechend die Ordination Gottes hat, können die auch materielle Dinge erschaffen. Wie beispielsweise, meiner Meinung nach bestes Beispiel, bei der Geburt Jesus Christus, wo der Engel des Herrn Maria erschienen ist und gesagt, pro Kunde, du wirst ein Kind empfangen. Jetzt nicht wörtlich, aber sinngemäß. Ja, und sie sagt, so. Wie soll das sein? Ich kenne doch keinen Mann. Und dann sagt genau. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Daran siehst du doch, und daran sieht doch der Christ, dass die geistige Ebene völlig über der materiellen Ebene steht und dass der geistigen Ebene alles möglich ist. Das ist ganz richtig. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb der Antichrist meint, über alles Materielle regieren zu können, weil er nämlich geistlich regiert. Das mal eben zur Seite. Ja, und deswegen kann der Mensch ja eben nicht gegen Satan bestehen, weil Satan ein reines Geistwesen ist. Deswegen bedient sich Satan zwar der Materie, also dem Menschen bedient er, um den Menschen wiederum zu verführen durch andere Menschen. Also beispielsweise durch eine wunderschöne Frau, durch einen sehr reichen Mann, durch ein lukratives Jobangebot etc. und so weiter. Aber Satan selber tritt in der Regel da nicht in Erscheinung, weil er ja seine Helfer und Helfershelfer hat, also die gefallenen Engel, wenn wir so wollen, die Nephilim der vorsintflutlichen Zeit. Jetzt scheint es so zu sein, dass aufgrund dieser Geschichten, and there were giants in the earth in these days, so gewesen zu sein, dass sich da negative materielle Dinge manifestiert haben auf der Welt, die Gott ein Gräuel gewesen sind. Warum, wieso, weshalb, da maße ich mir kein Urteil an. Aber wenn ich das Beispiel vom Heiligen Geist sehe, wie Gott selber sich in materielle Existenz bringen kann, lass mal jetzt so, ich kann es nicht netter formulieren, mir fällt jetzt kein netteres Adjektiv ein. Ja, ne? Aber ist doch so, der brennende Busch, der Abraham erschien oder Mose erschien, wer war es wieder? Die Feuersäule, ja. die 40 Jahre, die Juden und die Israeliten durch die Wüste geleistet hat, ne? Feuersäule am Tag und Feuersäule in der Nacht und Rauchsäule am Tag. Gott hat immer verschiedene Manifestationen gefunden. Das Lamm bei Abraham und Isaak und so weiter und so weiter. Ne? Mhm. Ja. Ja, so, und wenn du jetzt schaust, beispielsweise, es gibt ein anderes Video von dir, wo du selber sagst, das ist bei Code Word Babylon gewesen, ich glaube sogar vor 2-3 Tagen, dass es da Levitationen gibt, wenn jemand mit der Gegenseite, also mit der satanischen Seite in Verbindung steht, bei den sogenannten spirituellen Exerzitien von Ignatius de Loyola. Dann steht beispielsweise da, aufgrund dieser Meditation, aufgrund dieses Kontaktes zur Geisterwelt, ja, die über der materiellen Welt steht, sind da halt Dinge möglich, die in der normalen, materiellen, physischen Welt hier eben nicht möglich sind. So, und das geht auf beiden Seiten. Und da Satan, wie er jetzt hier heißt, weil er ja der gefallene Engel Luzifer ist, also ich bleibe jetzt einfach mal bei Satan, sonst wird es ja zu kompliziert, weil Satan selber die Macht hier auf der Erde übergeben wurde, wie Jesus Christus in Lukas 6,4 sagt. Ja, als er vom Teufel verführt worden ist, hat der Teufel gegenüber ihm geprahlt und hat gesagt, hat ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Macht und Herrlichkeit gezeigt und ihm gesagt, dies alles will ich dir übergeben, wenn du mich anbittest und dich niederwirfst, denn sie ist mir übergeben. Dann ist die materielle Welt hier Satan übergeben. Und dann hat er auch meines Verständnisses nach die Herrschaft über die Materie. Das heißt, er kann die Materie auch verändern. Er kann hingehen und kann sagen, so, ich lasse jetzt den und den und den schweben. Ich lasse jetzt den und den Kunststücke verbringen, magische Kunststücke verbringen. Ich lasse den und den und den lasse ich jetzt
völlig wahnsinnig werden, im Geiste zum Beispiel. Oder ja, ich kann ja nicht auch, es gibt ja auch die satanischen Heilungen, von denen auch im Mittelalter berichtet ist. Leute, die zum Beispiel denen Glieder wieder angewachsen wurden und angewachsen sind und solche Sachen. Mhm. Es gibt ja Heilungen, die eben von diesem bösen Geist kommen, die nichts mit dem Geist Gottes zu tun haben. Ich meine, Jesus hat ein bisschen Erde in die Hand genommen, da drauf gespuckt und hat das dem Blinden auf die Augen gerieben, hat gesagt, geh da hin und wasch das ab und du wirst wieder sehen, und er hat gewaschen und wieder gesehen. Aber der Teufel gebraucht das natürlich für sein Spiel auch. Und da hast du ganz vollkommen recht, absolut hier auf diese Art und Weise. Es gibt ja die Berichte über Levitationen, also Leute, die wirklich in der Luft rumgeschlagen sind. Eins der frühesten Beispiele, um das mal kurz anzuholen, ist Simon der Magier. Von dem ja gesagt wurde, als er in Rom war, dass er da sich hoch in die Luft begeben hat und nach dem Motto mit Petrus gefochten hat. Ja, das wäre jetzt genau mein Beispiel gewesen mit dem Simon Magus. Ah, okay, ja. Ja, das war jetzt ein Beispiel, um da wirklich zu sehen, guck mal hier, die römisch-katholische Kirche, die fußt eben genau auf dieser Linie, die eben auch diese Sachen kann und deswegen auch die Leute in die Irre führen kann. Und Gott hat ja selber gesagt, ich werde ihnen eine I sent them a strong delusion. Einen großen Irrtum. Ja, ich werde einen großen Irrtum senden. Oder eine große Verführung. Ja, deswegen heißt es ja im Vater unser und führe uns nicht in die Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Mhm. Und wenn du halt siehst, dass der Geist immer über der Materie steht, das steht ja am Anfang schon drin, Genesis 1,1. Ne? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also Gott ist. Und der Geist schwebte über dem Wasser, ne? Und der Geist schwebte über dem Wasser, ja, und Gott sprach, es werde Licht, da stand nicht drin, so, und Gott setzte sich hin an seinen Webstuhl und holte ein Feuerzeug, also bitte keine Blasphemie, aber Gott sprach, und wenn ein Geisteswesen spricht, dann hat das nichts damit zu tun, dass also plötzlich dann irgendjemand irgendetwas hört, sondern Gott hat einfach erzeugt, ja, da gibt es letzten Endes nichts, wo er jetzt einen zweiten hätte zu gebrauchen müssen. Und der Mensch selber kann sich nicht alleine fortpflanzen. Er ist immer auf eine zweite Person angewiesen. Und wenn es dann auch nur eine Leihmutter in Anführungsstrichen wäre, wobei ich jetzt nichts gegen solche Dinge jetzt hier gerade sage, aber der Geist steht immer über der Materie grundsätzlich. Und da Satan ein Geistwesen ist, kann er auch die Materie auf dieser Welt im Rahmen seiner Möglichkeit, im Rahmen seiner Aufgabe, die Menschen zu verführen, im Rahmen seiner Machtbefugnisse von Gott, kann er dann auch geh und missbrauchen. Und deswegen haben wir eben auch solche Dinge wie beispielsweise jetzt hier Luft, Marienerscheinungen, blutende Hände. Fatima, 1917. Fatima, ja. Genau. Die tanzende Sonne für Pius XII. Ja, ja gut, da gibt es ja nur ihn, glaube ich, als Zeugen. Ja. Aber solche Dinge, deswegen sind halt solche Dinge da auch möglich, und auch gewisse Wetterphänomene und solche ganzen Dinge, das sind alles möglich für ihn. Ich denke, wenn man die Bibel studiert, dann kommt man unweigerlich dazu, dass es eine geistige Welt gibt. Und wenn man dieses Verständnis hat, ist man eigentlich in dem Moment gerettet, weil man dann plötzlich versteht, warum Menschen so reagieren oder handeln, wie sie handeln. Weil es nicht aus denen herauskommt, sondern quasi sie nur ein Mittel zum Zweck, sie nur ein Werkzeug sind, im Guten wie im Schlechten. Das heißt, jemand kann auch, wenn er für jemanden betet, irgendetwas Wundervolles erreichen, und jemand, der halt von einer anderen, in einem anderen Geist steht, der kann aber auch dann extrem böse Dinge fabrizieren, wovon dann andere Menschen sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ein Mensch zu so etwas fähig ist. Hm. Ja, und das habe ich auch schon immer gesagt. Ja, wir werden alle von einem Geist geleitet, entweder vom Heiligen Geist Gottes oder vom dämonischen Geist des Satan. Ja, und Dämonen sind nichts anderes als eben diese Fallen Angels, diese Nephilim, und ob die jetzt in rein geistiger Form früher nur vorkamen oder wie die Bibel es uns schildert als Riesen, die Gott vertilgt hat von dieser Welt, wären sie, dann müssen sie einfach zwangsläufig negativ gewesen sein, ja. Und deswegen bleibt letzten Endes nur die logische, kausale Ursache, dass es eben gefallene Engel gewesen sind. Alles andere macht keinen Sinn, denn der Mensch selber hätte diese Riesen nicht bringen können. Denn Gott hat ja alles soweit geschaffen in seinem Schöpfungsplan am sechsten Tag, after their kind, ja. Nach ihrer Art, ja, ganz genau. So, und die Art der Riesen ist aber nicht in der Genesis ersten Kapitel beschrieben worden. Also die Frage ist, wo kommt denn diese Mutation sozusagen her? Die kann ja nur durch
eine andere Schöpfung oder durch eine Genkollision, durch eine Mutation irgendwo entstanden. Durch das Einmischen der Engel in die Generation oder die Genealogie, die DNA des Menschen. Ja, ich würde letztens Verständnisses würde ich jetzt hier lieber gefallene Engel oder Dämonen haben, weil bei Engeln die meisten Menschen sind nicht in der Lage und vermuten immer, Engel ist immer was Positives. Ach ja, eine Engelstatue und ja und super und toll. Natürlich, da hast du absolut recht. Ein rechter Engel würde so etwas natürlich auch niemals tun, sondern ein gefallener Engel, der sich an dem Gesetz Gottes den Hintersten mit abwischt, wie wir so inzwischen mehr oder weniger salopp sagen. Deswegen, genau. Und deswegen, wenn bei Lot in dem Kapitel, wo Lot halt mit Gott verhandelt und sagt, hör mal hier, ich sag so gerecht und so weiter. Genau, genau. Das kommt ja später, aber die zwei Engel, die bei ihm vor der Tür stehen, die müssen ja materiell irgendwo gewesen sein. Die müssen ja eine gewisse Erscheinung gehabt haben, nicht nur bei dem Essen, sondern sonst wären die ja auch nicht begehrlich gewesen. Ja, ein reines Geistwesen hat schon mal überhaupt, wenn überhaupt, nur eine keine richtige fleischliche Erscheinung. Und deswegen kannst du auch als Mensch Gott selber so nicht erfahren, weil du nicht auf dieser Schwingungsebene bist. Deswegen ist ja Jesus Christus als Mensch im Fleisch wiedergeboren worden. Nicht nur, meines Verständnisses nach, weil er ja dann hingegangen ist und hat sich ja auch nach der Auferstehung den Menschen präsentiert. Und die Menschen haben seine Hände gesehen und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, der ungläubige Thomas musste ihn sogar anfassen, um zu glauben, ne? Ja, eben, genau. Und deswegen ist es letzten Endes, er ist dann auf diese materielle Welt hinabgestiegen, die Satan übergeben worden ist. Und deswegen ist eigentlich ganz klar, welche Geschichte da ihn erwartet hat. Da, glaube ich, muss man noch nicht mal jetzt Genesis 3,15 und Jesaja 53 zu verstehen. Diese Welt ist Satan übergeben. Das ist die Aussage von Lukas Kapitel 6. Und nicht nur von Lukas Kapitel 6, sondern auch von einem Matthäus Kapitel. Lukas Kapitel 4, Entschuldigung. Lukas Kapitel 4 und Matthäus Kapitel 6, glaube ich, so rum war es. Nee, Matthäus irgendwie... Kapitel 4 auch. Okay, dann habe ich jetzt das ein für alle Mal begriffen. Okay, also beides mal 4. Ja. 4 ist immer die Kreuzung im Dualen, glaube ich. Ne? Also haben wir wieder das Kreuz mit dem Kapitel, ne? Also ne? Zu jeder Seite. Das Thema ist doch dann, dass alles auf der Bibel auch immer damit zu tun hat, dass Satan die Menschen strafen kann und alles Mögliche machen kann. Das sehen wir im Buch von Hiob zum Beispiel, wo Satan also bis vor den Thron Gottes gehen kann und von ihm dann quasi eine Aufgabe oder eine Erlaubnis erteilt bekommt, den armen Hiob dann halt da zu strafen. Ja, wo du das gerade sagst, darf ich das mal eben vorlesen? Mhm. Ja, klar. Hiob wird von Satan angeklagt. Gott lässt zu, dass er geprüft wird. Und ich denke auch, mit allem Verständnis dafür, dass du dich jetzt gerade so richtig schön reingeredet hast, so langsam sollten wir auch zum Abschluss unserer Bibelstudie heute kommen und das nächstes Mal ganz sicher fortsetzen, weil es sind noch viele unbeantwortete Fragen. Aber mit Hiob kann man hier ja schon mal eben enden und dann lassen wir vielleicht nochmal Viktor zu Wort kommen. Was denkst du davon, Michael? Ist das in Ordnung für dich? Ja, prima. Gut. Also, es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten und unter ihnen kam auch der Satan. Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Als ob er das nicht wüsste, aber er will es ja von ihm selbst hören. Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du ihn nicht und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seine Herden breiten sich im Land aus. Aber streck doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht sagen wird. Angesicht absagen wird. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, soll in deiner Hand sein. Nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn hinweg. Ja, und da siehst du. Den Rest des Buches muss man auch lesen. Und ich muss dazu sagen, das Buch Hiob steht hier ziemlich in der Mitte des Alten Testaments. Es ist aber eins der ältesten, manche Leute sagen sogar, es ist das älteste Buch der Bibel. Wann ist das jetzt genau passiert? Vor der Flut? Nach der Flut?
Es ist eine unglaublich alte Geschichte. Da sollte man sich vielleicht auch mal tiefer mit beschäftigen. So, und jetzt probiere ich meinen Mund zu halten und lasse ein abschließendes Wort über, erst an Michael und dann an Viktor. Und dann wollen wir nächstes Mal wieder zusammenkommen und wollen uns Genesis Kapitel 6 noch ein wenig tiefer anschauen. Aber wir sind bei fast 2 Stunden. Von daher, bitte Michael, deine Schlussworte für heute. Mhm. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo ich da jetzt überall einhaken soll. Ich habe erstmal eine kleine Korrektur zu machen. Das mit dem Erzengel Michael ist zwar im 5. Buch Mose beschrieben, aber es ist auch im Buch Judas beschrieben, diese Geschichte, dass er da getadelt wird, und zwar in Judas Kapitel 1. Da muss ich jetzt mal eben gucken, ob ich das ja so schnell finde. Ja, der Erzengel, genau. 1,9. Judas 1,9. Ja, genau. Der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Mose verhandelte, wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach: Der Herr strafe dich. Kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach: Der Herr strafe dich. Ja, genau. Das ist Judas. Ja, in Judas gibt es nur ein Kapitel, von daher. Mhm. Ja. So, das, wie gesagt, der Streit, der ist beschrieben im 5. Buch Mose, aber dieser Satz steht im Judas-Kapitel da drin. Ja, und Judas ist übrigens ein Bruder von Jesus Christus, ein Halbbruder. Ne? Ja, gut, dass du das erwähnst, bevor dann wieder nachher die falsche Schlussfolgerung gezogen wird, dass es Judas Iskariot gewesen wäre. Ne? Genau. Ja. Und jetzt noch einmal kurz zu dem Hiob-Kapitel selber. Hiob wird von Satan angeklagt, Gott lässt zu, dass er geprüft wird. Deswegen sagt beispielsweise Satan, sagt der Herr zum Satan, also unser Gott, unser Elohim sagt zu Satan: Siehe, alles, was er hat, soll in deiner Hand sein. Nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. So, und das ist genau diese, ich will nicht sagen Aufgabenverteilung, aber das ist die Vollmacht, die der hat. Alles, was er hat, das heißt die materiellen Besitztümer, die er hat. Das Erste, was daraufhin folgt, ist, dass Hiob seine Herde verliert und die Menschen verliert. Aber seine Seele, also das, was er ist, was ihn ausmacht, das darf er nicht anrühren. Er darf ihm aber alles wegnehmen, weil alles auf dieser Welt, alles Materielle ist ihm übergeben, laut Lukas Kapitel 4. Und deswegen mache ich immer diese strikte Trennung zwischen geistig und materiell. Ja, geistig obliegt Gott, er ist derjenige, der den Odem in den Menschen eingeblasen hat. Und materiell, das, was wir durch unsere Augen sehen, das, was wir mit unseren, ich glaube, 5 Sinne haben wir, ne? Mit unseren 5 Sinnen da und mit unseren 5 Fingern und mit unseren 5 Zehen erfühlen und begreifen und tasten können, ist dem Teufel übergeben. Das ist ja auch eine interessante Analogie mit der 5 dann. Und deswegen finde ich, brauche ich jetzt gar nicht viel mehr Worte zu sagen, wenn man verstanden hat, dass in der Bibel eine geistige Kraft am Wirken ist, nämlich der Heilige Geist, dann versteht man auch, warum die Leute, die den Heiligen Geist eben noch nicht haben, die Bibel überhaupt nicht lesen und gar nicht verstehen können. Weil die eben nicht auf dieser Frequenz im Augenblick funktionieren. Und das kann, da kann man mit Leuten sicherlich drüber diskutieren, aber die haben trotzdem nicht dieses Verständnis, weil denen alleine das Interesse fehlt, weil die eben auf diese materielle Welt gekreuzigt sind und nur die materielle Welt sehen und deswegen alles nur das sehen, was vor deren Augen ist. Aber dass diese materielle Welt einen geistigen Schöpfungsprozess bedingt, das glauben die nicht. Und deswegen haben wir auch diese Strong Delusion in beispielsweise der Form der Evolutionstheorie, wo dann auch wieder die Materie aus der Materie angeblich kommt, ne? aus dem Urknall und so weiter und so fort. Das ist eben der große Trugschluss. Materie selber, die sich gebildet hat, geht immer auf einen Willen und damit auf eine geistige Energie zurück. Und das ist das, was die Bibel uns sagt, dass der Herr alles gemacht hat. Und der Herr ist reine Energie und deswegen kann der Herr von einem Menschen nicht geschaut werden. Deswegen gebraucht der Herr Jesus Christus im Fleisch, um als Gott unter den Menschen zu wandeln. Das ist zumindest mein Verständnis dafür. Damit wir dann quasi Gott anfassen können, ja, Gott dann auch quasi jetzt zum Anfassen haben. Und dass wir dann sagen können, guck mal hier, der ist sogar einer von uns gewesen. Er hat sich ja auch für uns erniedrigt, Jesus Christus. Er hat sich ja nicht nur für uns am Kreuz schlagen lassen, sondern er ist bespuckt worden, er ist geschlagen worden, er ist getreten worden. Und trotzdem ist er derjenige, der er ist,
und der er immer war, das Alpha und das Omega. Und aufgrund dessen liebe ich es einfach, über ihn zu sprechen und liebe ich auch, sein Wort zu hören, was ich am besten in der Bibel machen kann, denn er ist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Deswegen lese ich gerne die Bibel und würde das auch gerne so als mein Schlusswort nehmen. Lest bitte eure Bibel, Maranatha, und gebe weiter an den Viktor. Ja, vielen Dank für die vielen Ausführungen und doch sehr interessanten Aspekte in diesem ganzen Zusammenhang. Ich weiß, am Anfang dachte ich so, ja gut, jetzt haben wir vielleicht das, heben wir uns das mit der, ja, ich sag mal, so Engelkunde und so weiter mal noch für einen anderen Moment auf. Aber jetzt hat sich das ja doch so ergeben, dass wir oder ihr in erster Linie da doch sehr intensiv und ausführlich drüber mal auch an verschiedenen Stellen auch an der Bibel da mal drauf eingegangen seid. Und ich fand das an sich sehr interessant. Ich habe auch gerade noch mal versucht, selbst noch was rauszusuchen. Das ist auch ein Vers aus dem Buch von Hesekiel, was wir auch schon mal, ich glaube, in einer der vorigen Sendungen auch schon mal besprochen haben. Das ist Vers Kapitel 28, Vers 13. Warte ich mal noch kurz, bis du das hast. In Eden, im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt, mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir. Am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Also ich finde das auch nochmal so interessant, ja, so diese vielen Aspekte, die ihr eben auch nochmal so in den vorigen Minuten beziehungsweise Stunde mal so angefügt habe, dass wir hier auch nochmal sehen an der Stelle vielleicht eben diese Verbindung, wie Michael das, glaube ich, gerade ganz gut versucht hat so hervorzuheben, wo eben auch so diese Trennung oder wo man vielleicht versuchen muss, eben für das bessere Verständnis, um das zu erlangen, eben wo man diese Trennung sieht, wie weit die Engelswesen, ich sag mal, auch die nicht abgefallenen Engelswesen, inwieweit die auch auf Erden, ich sag mal, inwieweit die wirken, sage ich jetzt einfach mal. Das mit Lot, das finde ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Da möchte ich auf jeden Fall in der nächsten, vielleicht Stelle habe ich auch noch hier und da nochmal eine Frage, weil das doch auch, an sich ja doch schon auch, finde ich zumindest, doch noch ein sehr interessanter Aspekt ist. Allgemein, auch wenn wir jetzt über eben Engelswesen auch reden und die wir vielleicht dadurch auch eben diese Verbindung auch zu Jesus Christus auch ein Stück weit eher bekommen. Und noch ein Punkt, der mir während der Lesung auch eingefallen ist, was natürlich auch ein bisschen was jetzt mit Herrscher des Bösen zu tun hat, mit dem Buch, wo wir uns jetzt viel mit beschäftigt haben, also der Jörg und ich in erster Linie zuletzt viel. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man das wirklich tiefgründig begreift, um eben auch, ich will jetzt hier nicht den Klimax von dem Buch jetzt vorwegnehmen, aber eben auch, um eben auch, das sagtet ihr ja auch eben, um auch vielleicht ein Stück weit besser zu verstehen, warum unsere Mitmenschen so reagieren oder so agieren, sich so verhalten, wie sie es eben tun und wir nicht, ich sag mal, darauf verharren, denjenigen, das Individuum anzuklagen, es geht um die zwei Ministerien, ne? Ja, der Vergebung und das Ministerium der Verdammnis. Richtig, genau. Und ich glaube, wenn wir hier jetzt eben schon ein sehr gutes Verständnis erfahren, inwieweit uns der Herr uns das auch, sage ich mal, uns erleichtern will vielleicht auch eben, um das eben das vielleicht das erstrebenswerte Ministerium auch auszuüben. Geht es mir jetzt zumindest so. Das war jetzt nochmal so ein Punkt, der mir während der Lesung so eingegeben wurde. Und
Ja, an der Stelle würde ich sagen, auch ich will es jetzt auch nicht zu sehr überziehen. Ich glaube, wir sind jetzt bei knapp gut 2 Stunden. Es hat auf jeden Fall mir eine Menge gebracht und ich möchte am nächsten Mal auf jeden Fall auch dann gerne wieder mit euch dann fortfahren. Und sage dann auch an der Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel und Maranatha. Ja, ich erlaube mir dann doch noch ein kleines Schlusswort zu setzen. Meine Brüder Michael und Viktor wussten ja beide nicht, was ich bereits im Kopf hatte, mit dieser Bibelstudie teilweise zu besprechen. Michael ist da dann ziemlich schnell mit seinen eigenen Untersuchungen noch mit drauf eingegangen, hat sehr viel dazu beitragen können. Viktor wird sich wahrscheinlich zwischen dieser und nächster Woche ein bisschen die Zeit nehmen, Dinge nachbesinnen und die ein oder andere Frage oder Bemerkung aufschreiben. Und deswegen kann ich euch nur anraten, kommt zur nächsten, das ist dann die 13. Bibellesung zurück. Da werden wir uns weiterhin mit Genesis Kapitel 6 beschäftigen. Wir sind ja noch nicht mal über die ersten 4 Verse richtig hinausgekommen. Wir werden die sicher noch mal lesen und besprechen und werden das noch einmal vertiefen. Und ich denke, dass jedem, der diese Lesung heute verfolgt hat, mitverstanden hat, wie unglaublich wichtig es ist, dass wir uns mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, mit der Gebrauchsanweisung für unser Leben, die er uns in die Hand gedrückt hat, hier beschäftigen, wie wichtig das ist. Und dass wir wie die guten Beröer, so wie Michael, glaube ich, sagte, in Kapitel 17 stehen die wohl drin, dass sie jeden Tag in der Bibel lasen und die Dinge in der Welt daran gemessen haben, an der Bibel, ob die Dinge auch so waren, das müssen wir tun. Und dazu hilft uns nur ausschließlich das Studium des Wortes Gottes und nichts in dieser Welt. Kein Fernsehen, kein Ausgehen, keine tolle Frau oder tollen Mann haben zum Liebhaben oder irgendwas anderes zu tun, mit dem Hund spazieren zu gehen oder mit dem Frettchen von mir aus, das ist alles schön und gut. Aber das Einzige, was im Endeffekt wirklich zählt, das ist, dass wir Gott kennenlernen, durch uns mit seinem Wort, das er an uns richtet, zu beschäftigen. Und deswegen müssen wir unsere Bibel lesen. Und ich hoffe, dass ihr uns beim nächsten Mal wieder besucht bei dieser Bibelstudie und dass ihr genau wie Viktor da auch bestimmte Erkenntnisse und neues Verständnis rausgezogen habt. Genau wie Michael wahrscheinlich das ein oder andere auch neu auf eine andere Art und Weise zumindest betrachtet. Und ich auch, weil ich lerne auch jedes Mal dazu bei. Und deswegen beende ich nochmal mit demselben Aufruf wie meine Brüder vorgehend. Lest eure Bibel. Maranatha.